Sehr geehrte Frau Tegtmeier-Dette, sehr geehrte Frau Forutan, sehr geehrte Frau Teuteberg, sehr geehrte Frau Welti, liebe Freundinnen und Freunde der Hannah-Arendt-Tage hier in Schloss Herrenhausen, aber auch an den heimischen Bildschirmen. Sehr herzlich begrüße ich Sie zur Abschlussveranstaltung der diesjährigen Hannah-Arendt-Tage zum Thema Fragil, Stabil, Demokratie 2020 hier in Schloss Herrenhausen. Mein Name ist Thomas Brunotte und ich bin Mitglied des Kuratoriums der Hannah-Arendt-Tage sowie der persönliche Referent des Generalsekretärs der Volkswagen-Stiftung, die die Hannah-Arendt-Tage gemeinsam mit der Stadt Hannover und der Leibniz-Universität ausrichtet. Das Kuratorium der Hannah-Arendt-Tage hat das Thema der Fragilität und Stabilität von Demokratien in erster Linie vor dem Hintergrund eines weltweit zu beobachtenden Wiedererstarkens von Nationalismus und Populismus in den Blick genommen. Auch autoritäre Herrschaftsformen sind offenbar wieder auf dem Vormarsch. Die Demokratie verliert, so scheint es, zunehmend an Attraktivität. Aufgrund des starken Zustroms von Flüchtlingen aus anderen Ländern ist das Thema Migration zu einem Zankapfel geworden, der demokratische Systeme vor Herausforderungen stellt. Dies betrifft nicht nur Fragen der Grenzsicherung, der Regelung von Zuwanderung oder der Integration von Geflüchteten, sondern auch die Parlamente selbst. Parteien mit einer fremdenfeindlichen Agenda erhalten Einzug in die Parlamente und versuchen nicht nur, ihren Positionen lautstark Gehör zu verschaffen, sondern auch, die demokratischen Strukturen zu unterlaufen, zu stören oder zu missbrauchen. Es ist also an der Zeit, genauer darüber nachzudenken, wie Demokratie als eine Staatsform mit dem Phänomen der Migration umgehen kann. Während die Demokratie die Gleichheit und die Teilhabe aller Menschen, aller Mitglieder einer demokratischen Gemeinschaft sicherstellt, stellt sich zugleich die Frage, in welchem Verhältnis sie zu denjenigen steht, die noch nicht Teil dieser Gemeinschaft sind, es aber werden wollen. Hier bedarf es einer Klärung, denn die Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen, die ein Kernelement unseres Demokratieverständnisses ist, widerspricht sich mit dem Konzept einer Grenze, die scharf zwischen Innen und Außen, dem Fremden und dem Eigenen oder dem Wir und dem Anderen trennt. Demokratien verweisen mit der Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen gewissermaßen über sich hinaus. Das zeigt auch ein Blick in die Geschichte. Während in der Antike nur freie männliche Gutsbesitzer wählen durften, hat es eine Weile gedauert, bis wenigstens alle Männer wählen durften. Und hierzulande dürfen Frauen erst seit gut 100 Jahren selbst wählen gehen. Die Entwicklung zeigt, dass die Grenzen der politischen Teilhabe, völlig zu Recht meiner Meinung nach, immer weiter gefasst worden sind. Heute leben wir in einer multipolaren, vernetzten und zunehmend interdependenten Welt, in der es immer schwieriger ist und auch immer weniger sinnvoll ist, nationale Grenzen zu behaupten und zu verteidigen. Die derzeitige Pandemielage und der Klimawandel machen das überdeutlich, aber eben auch das Phänomen der Massenmigration. Die Probleme machen vor den Grenzen nicht Halt. Sie lassen sich nicht durch einen demokratischen Entscheid beseitigen, sondern können nur angegangen werden, wenn man bereit ist, auch die Belange von denjenigen mit einzubeziehen, die vor den Grenzen stehen. Es liegt in der guten Tradition der Hannah-Arendt-Tage, dies in einem Diskurs zwischen Wissenschaft und Politik zu tun. Und so freut es mich, dass es gelungen ist, zwei Expertinnen für diesen Diskurs zu gewinnen. Die Migrationsforscherin Naika Forutan von der Humboldt-Universität Berlin, die übrigens lange mit einem Schumpeter-Fellowship der Volkswagen-Stiftung gefördert worden ist. Und die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Linda Teuteberg. Die Journalistin Ute Welti wird dieses Gespräch moderieren. Für ihre Beiträge und die anschließende Diskussion möchte ich mich jetzt schon sehr herzlich bedanken. Bedanken möchte ich mich auch bei Franziska Martinsen und Sabine Meschkat-Peters sowie meiner Kollegin Anke Harvard-Fey für die Vorbereitung und Organisation dieser Veranstaltung.
Nun darf ich das Wort an Frau Tegtmeier-Dette übergeben, die sich leider, die leider auf Krücken gehen muss und daher nicht hier ans Rednerpult kommen kann. Sie wird ihr Grußwort von da oben aussprechen. Frau Tegtmeier-Dette, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Brunotte, sehr geehrte Frau Professorin Furutan, sehr geehrte Frau Teuteberg, sehr geehrte Frau Welti, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst noch mal entschuldigen für diese etwas ungewöhnliche Position für mein Grußwort, aber ich habe mir vor 2 Wochen hier in den Herrenhäuser Gärten das Sprunggelenk gebrochen und bin im Moment nicht so richtig gut zu Fuß und deswegen muss ich hier im Sitzen das Grußwort halten. Das ist, damit will ich... Also nur zur Erklärung, warum diese etwas ungewöhnliche Position hier ist. Ich möchte mich herzlich bedanken. Es ist schon fast eine liebgewordene Tradition, dass wir die Abschlussveranstaltung für die Hannah-Arendt-Tage hier im Tagungszentrum Schloss Herrenhausen begehen können. Und ich möchte mich für die großzügige Unterstützung bei der Vorbereitung und bei der Durchführung der Veranstaltung unter diesen ganz besonderen Umständen der Corona-Pandemie bei unserem Kooperationspartner der Volkswagen-Stiftung ganz herzlich bedanken. Mit dem vom Kuratorium der Hannah-Arendt-Tage für dieses Jahr ausgewählten Motto Fragil, Stabil, Demokratie 2020 haben wir offenbar ein Thema gewählt, das vielen unter den Nägeln brennt. Herr Dr. Brunotte hat dazu eben schon einige Ausführungen gemacht. Die Nachfrage für unsere Veranstaltung war so groß, dass wir unter normalen Umständen alle Plätze in den Räumen der Veranstaltung hätten belegen können. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich denjenigen, die nicht in die Seele kommen könnten, weil der Platz eben so begrenzt ist, auf die Übertragung im Netz verweisen. Das hat bei dem einen oder der anderen tatsächlich auch zu einer großen Enttäuschung geführt, denn die Hannah-Arendt-Tage leben in hohem Maße von dem direkten Meinungsaustausch der Gäste mit den Referentinnen und Referenten. Daher möchte ich von dieser Stelle einen ganz besonders herzlichen Gruß an diejenigen Freundinnen und Freunde der Hannah-Arendt-Tage senden, die aus den genannten Gründen nicht hier vor Ort sein können, sondern die Veranstaltung im Livestream von H1 verfolgen. Bitte bleiben Sie den Hannah-Arendt-Tagen trotzdem gewogen. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr unsere Veranstaltung wieder in dem gewohnten Rahmen durchführen können und dass dann wieder alle, die Interesse haben, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, dass die dann auch wieder tatsächlich live dabei sein können. Während die ersten beiden Vorträge unserer Reihe von männlichen Referenten bestritten wurde, freue ich mich ganz besonders, dass wir heute nach längerer Zeit wieder einmal ein Abschlusspodium ausschließlich mit Frauen besetzen konnten. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, liebe Frau Professorin Furutan, Frau Teuteberg und Frau Welti, dass Sie mit Ihren Beiträgen die Hannah-Arendt-Tage bereichern werden. Wir werden in den Impulsvorträgen gleich viele Aspekte über die Zukunft der liberalen, pluralen Demokratie und von ihrem Versprechen, Chancen und Teilhabe zu gewähren, Chancengleichheit und Teilhabe zu gewähren, hören. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den vielfältigen Verbindungen zwischen Migration und Demokratie liegen. Und wir werden sicherlich darüber sprechen müssen, ob die Demokratie im Umgang mit Migration ihren eigenen Werten wirklich gerecht wird. Ich komme noch einmal zurück auf den Vortrag von Professor Thome über die Krise der Demokratie am vergangenen Mittwoch. Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern wir müssen uns um sie kümmern, wir müssen sie gestalten. Es gilt, die Besonderheit dieser menschenfreundlichen Regierungsform zu erhalten, so Thome. Wir wollen und wir werden uns heute kümmern, indem wir miteinander über den Zustand unserer Demokratie in den Diskurs treten. Wir, das Kuratorium der Hannah-Arendt-Tage, sehen die heutige Veranstaltung auch als einen Beitrag zur Demokratiebildung. Denn, wie der bekannte Soziologe Oskar Negt formulierte, Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss. Ich wünsche Ihnen, liebe Gäste, hier vor Ort und natürlich auch den Gästen vor ihren PCs viel Erkenntnisgewinn aus den Beiträgen und übergebe jetzt an Frau Welti, die uns durch die Veranstaltung führen wird. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für diese Einladung, vielen Dank für diese Begrüßung. Besuchen Sie Hannover, solange es noch geht, frei nach der Popband Gaia Sturzflug aus dem Jahre 1983, kann man ja in diesen Oktobertagen 2020 durchaus ins Grübeln kommen. Die Maßstäbe für das vermeintlich Selbstverständliche verschieben sich doch arg. In der Vorbereitung dieses Morgens habe ich mich manchmal gefragt, nein, eigentlich habe ich mich öfters gefragt, wie Hannah Arendt wohl Corona kommentieren würde. Und ich nehme mal verstärkt an, sie würde sich als erstes eine Zigarette anzünden. Wir werden heute über Demokratie sprechen. Demokratie 2020. Stabil, fragil. Und eine, die Demokratie quasi tagtäglich im Blick hat, das ist Naika Forutan, Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik am Institut für Sozialforschung der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Dankeschön. So, schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch wenn ich tatsächlich wie wahrscheinlich alle von Ihnen diese ganze Zeit erst einmal verdauen muss. Ich war schon häufiger hier im Schloss Herrenhausen und habe mich jedes Mal gefreut über die vielen Menschen und tatsächlich, so wie es eben gesagt wurde, ich kenne diesen Ort als Ort der Diskussion und ich denke, das werden wir auch so gemeinsam hinbekommen und so wie wir gehört haben, kann sich auch das Publikum nachher hinzuschalten. Nachdem wir erfahren haben, dass das hier eine Hybridveranstaltung werden wird, haben wir uns entschlossen, die Vorträge ein bisschen aufeinander in der Form anzupassen, dass ich meinen Vortrag auch mit Slides halten werde als PowerPoint. Das ist für diejenigen Hörerinnen an den Bildschirmen einfacher, als zweimal in Folge eine halbe Stunde durchzuhören. Jetzt suche ich mal, ob das alles so funktioniert. Und werde mir das mal ansehen. Ja, das passt. Ich beginne mit einem Kernsatz von Hannah Arendts Gedanken, nämlich mit dem Gedanken der Pluralität. Bei Hannah Arendt ist Pluralität etwas genuin Politisches, das Menschen miteinander in Bezug setzt. Es ist nicht nur das Phänomen der Vielheit, das Phänomen der Diversität, die bloße Tatsache, dass viele Menschen zusammen sich einen gemeinsamen Lebensraum teilen. Hannah Arendt sieht Pluralität auch als etwas, das Menschen ins Politische rückt. Sprechend und handelnd unterscheiden sich Menschen aktiv voneinander, anstatt lediglich verschieden zu sein. Sie sind die Modi, in denen sich das Menschsein selbst offenbart. Pluralität also als Kerngrundsatz des Zusammenlebens und als Kerngrundsatz der Demokratie ist die große Frage und das große Statement von Hannah Arendt. Gleichzeitig wissen wir und haben empirische Untersuchungen und Befunde, dass Pluralität zunehmend Menschen mehr Angst macht. Wie kommen wir damit klar, dass wir es auf der einen Seite mit einer zunehmenden Pluralisierung von Gesellschaften zu tun haben, auf der anderen Seite mit immer mehr Menschen, die sich im Grunde genommen weniger Pluralität wünschen. Und ich habe Ihnen extra diese Seite mitgebracht, um zu zeigen, dass die Pluralitätsangst sich nicht nur an der Migrationsfrage manifestiert. Wenn wir Pluralität hören, denken wir automatisch an die Vielfalt und Diversität der Gesellschaft in Form von Migration. Aber gleichzeitig können Sie hieran erkennen, dass die Menschen auch sagen, sie haben Angst oder es gefällt ihnen nicht, dass Supermärkte jeden Essenstrend mitmachen
oder sie finden es auch nicht spannend, wenn sich die deutsche Sprache ständig ändert und sie immer wieder neue Wörter kennenlernen. Jeder Zweite würde sagen, das ist für ihn oder für sie keine besonders erquickende Vorstellung. Wenn wir weitergehen, wissen wir auch, dass Pluralität sehr stark verbunden wird mit der Frage nach Identität. Die Frage, ob Pluralisierung zunehmend in Frage stellt, in welchem Land man lebt, ist eine, die wir spätestens seit 2015, aber auch schon davor, sehr stark diskutieren. Welches Land ist das, frage ich Sie, wenn Sie auf dieses Foto schauen. Man kann es nicht sagen. Es könnte jedes Land sein derzeit. Es könnte genauso London sein, es könnte Berlin sein, also England oder Deutschland. Es könnte Frankreich sein, Kanada. Es könnte aber auch Mexiko sein oder Indien. Insofern die Frage dessen, was einleitend gesagt wurde, wir leben in einer globalisierten Welt, manifestiert sich in den täglichen Bildern, die wir sehen. Wir schauen uns Städte an, die sich ähneln, Menschen, die sich ähneln. Wir wissen nicht, ob wir das als großes Happening begreifen oder als ein Gefühl von Identitätsverlust. Das Ganze ging so weit, dass wir es irgendwann im Laufe der Jahre seit 2015 immer wieder mit Debatten um Identitätskrisen und auch die Frage nach nationaler Identität zu tun hatten. Schauen wir uns das mal an. So wissen wir, dass die Kanzlerin sich sogar beflissen fühlte, im Jahr 2016 zu antworten, Deutschland wird Deutschland bleiben mit allem, was uns lieb und teuer ist. Was immer das heißen mag, mit allem, was uns lieb und teuer ist. Werden wir weiterhin Dieselautos fahren? Werden wir irgendwann unser ganzes Umweltbewusstsein verändern? Werden wir anders in Städten zusammenleben? Was ist damit gemeint, was uns lieb und teuer ist? Diese Frage stellt sich uns eigentlich immer wieder neu. In der Tat wissen wir aber, dass sie im Grunde genommen als Proxy, als Statthalter seit Jahren über die Migrationsfrage geführt wird. In Wahrheit, und darauf möchte ich am Ende meines Vortrags hinaus, ist die Migrationsfrage eine Frage, die sehr viele andere Fragen von Pluralität überdeckt, die wir tatsächlich seit Jahren verhandeln. Wir sehen, Deutschland wird Deutschland bleiben, aber in Wahrheit wissen wir, Deutschland verändert sich, während es gleichzeitig Deutschland bleibt. So können wir uns anhand der Rolle, die Deutschland tatsächlich im internationalen Migrationsgeschehen in den letzten Jahren gespielt hat, die Veränderung sehr deutlich vor Augen führen. Deutschland ist nämlich innerhalb kürzester Zeit ein zentraler Akteur im internationalen Migrationsgeschehen geworden. Wir wissen, wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, dass die Migrationszahlen so hoch sind wie noch nie in der Geschichte der Messung. 272 Millionen Migranten wurden im Jahr 2019 weltweit gemessen. Und interessanterweise und wahrscheinlich für wenige von Ihnen so greifbar, ist Deutschland dabei mittlerweile an Platz 2 hinter den USA, wenn wir in absoluten Zahlen auf dieses Land schauen. Das ist natürlich ein Riesengap zwischen Deutschland und USA, wenn wir uns die Migrationszahlen ansehen. Aber in der Tat rangiert Deutschland auf Platz 2, dicht gefolgt oder gleich zugleich mit Saudi-Arabien. Das sind natürlich keine prozentualen Zahlen, das sind absolute Zahlen. Wenn wir prozentual rechnen, ist das Land, auf das die meisten Migranten pro einheimischer Bevölkerung kommen, Katar. Also insofern, das sind auch Länder, die man gar nicht so stark auf dem Schirm hat. Aber in der Tat ist es wichtig zu wissen, Deutschland hat seine Position hier verändert. Und es geht dabei nicht nur um die Frage der internationalen Migration, Arbeitsmigration, Heiratsmigration, EU-Migration und so weiter, sondern auch, wenn wir uns die Zahl ansehen und die Position Deutschlands im weltweiten Geschehen der Fluchtmigration, sehen wir, dass Deutschland einen Spitzenplatz einnimmt. Von den 70 Millionen Geflüchteten weltweit leben mehr als 2/3 aller Geflüchtete, kommen zunächst mal aus nur 5 Ländern. Die Länder sind Syrien, Venezuela, Afghanistan, Südsudan und Myanmar. Und gleichzeitig wissen wir, Deutschland ist in den Top 5 der sogenannten Host Countries, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht. Auch das ist etwas, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Insofern hat Deutschland eine neue Positionierung weltweit angenommen.
gleichzeitig verändert sich der identitäre Innenraum, wenn wir das so sagen wollen. Wir wissen, laut Statistischem Bundesamt und der aktuellsten Zahlen haben 25% aller Bürger in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund. Ein Migrationshintergrund hat statistisch gesehen eine Person, die selbst eine ausländische Staatsbürgerschaft hat oder mindestens ein Elternteil hat, das mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft nach Deutschland eingewandert ist oder geboren ist. Wir wissen, die Zahlen setzen sich breiter um. Wenn wir auf Familien schauen, hat bereits jede dritte Familie in diesem Land eine Migrationsgeschichte. Und noch interessanter wird es, wenn wir uns diese Veränderungen anschauen, wenn wir auf die Schülerinnen und Schüler schauen in diesem Land. 40% aller Schülerinnen und Schüler haben mittlerweile einen sogenannten Migrationshintergrund. Das Land pluralisiert sich unwidersprochen. Gleichzeitig gibt es sehr große Unterschiede. Während eine Stadt wie Frankfurt am Main bereits 75% aller Kinder mit Migrationshintergrund hat oder zählt, 75% aller Kinder in dieser Stadt haben einen Migrationshintergrund, sind es in Berlin deutlich weniger. Obwohl, wenn Sie sich wahrscheinlich selbst befragen würden, wäre Berlin immer die erste Stadt, die einem einfällt. Aber tatsächlich sind Städte wie Augsburg, München oder Hannover liegen noch deutlich vor Berlin. Insofern sind das auch Dinge, Wahrnehmungen, Narrative, Erzählstrukturen entsprechen nicht immer der empirischen Realität. Was wir gleichzeitig wissen müssen und wo wir uns in unseren Wahrnehmungen korrigieren müssen, ist, dass 81% der Minderjährigen mit Migrationshintergrund bereits in Deutschland geboren sind. Sie sind also nicht als Migrantinnen und Migranten in dieses Land gekommen. Sie sind hier geboren und fast 90% von ihnen haben sogar die deutsche Staatsangehörigkeit. Wenn Sie also in die Stadt schauen und sich die vielen Jugendlichen betrachten, die Ihnen möglicherweise in der U-Bahn, in der Schule oder auf Plätzen in der Stadt begegnen, dann müssen Sie für sich selber abfragen, wie oft Sie diese Kinder in Ihrem Kopf als Ausländer sehen und sich gleichzeitig sagen, 90% von denen sind wahrscheinlich Deutsche, die Sie gerade ansehen. Auch hier finden Korrekturen statt. Das Land verändert sich. Deutschland wird Deutschland bleiben und diese Kinder sind ein Teil dieses Landes. Wir wissen also, diese Frage von Pluralität führt zu einer unweigerlichen Veränderung auch der demografischen Situation. Sie führt zu großen Verhandlungen um Identität. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Gleichzeitig geht mit dieser Veränderung ein Versprechen einher. Das ist das, was Herr Brunotte eben schon skizziert hat. Oder um ehrlich sein zu wollen, das Versprechen ist dieser Veränderung vorgelagert. Schauen wir uns mal die Pluralität und das Pluralitätsversprechen im Grundgesetz an. So wissen wir, das wurde gegeben 1949, bevor überhaupt die ganzen Fragen um Migration in Deutschland aktuell wurden. Wir können die Grundrechtsartikel durchgehen. Ich habe hier nur einige exemplarisch genommen, um Ihnen zu zeigen, wie sehr das Grundgesetz auf Pluralität fußt. Und gleichzeitig geht mit der Pluralität das Versprechen der Parität, der Gleichheit einher. Wenn wir uns Artikel 3 ansehen, das Herr Brunotte eben auch schon genannt hat, diesen Artikel, dann wissen wir, er geht davon aus, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass kein Mensch wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Wir müssten eigentlich die Frage der Herkunft hier auch an die Frage von Schicht und Klasse knüpfen. Der Gleichheitsgrundsatz verspricht also als ein politisch sinnstiftendes Momentum dieses ins Gleiche gesetzt werden. Wir wissen auch, Artikel 4 verspricht die Freiheit des Glaubens und die ungestörte Religionsausübung. Artikel 1 verspricht die Würde jedes Menschen. Artikel 2, die freie Persönlichkeitsentfaltung und auch die freie Meinungsäußerung ist ein klares Sinnbild und ein klares Zeichen für Pluralität, wie sie im Grundgesetz von Anbeginn eingedacht und mitgedacht war und wie sie immer wieder als Versprechen das politische Handeln in diesem Land antreiben. Was für eine Rolle aber spielen Versprechen in Gesellschaften?
Hannah Arendt sagt, Versprechen sind Inseln des Voraussehbaren und Wegweiser in ein noch unbekanntes und unbegangenes Gebiet. Sie sagt auch, sobald Versprechen aufhören, solchen Inseln in einem Meer der Ungewissheit zu gleichen, verlieren sie ihre bindende Kraft und heben sich selbst auf. Ich knüpfe das an das Versprechen der Demokratie und an die Frage der Krisenhaftigkeit der Demokratie. Verliert Demokratie ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie dauerhaft Versprechen nicht einlösen kann? Und befinden wir uns deswegen in einem so krisenhaften Moment, weil Deutschland derzeit mit der größten Ungleichheit seit 1913 konfrontiert ist? Das ist eine große Frage, die wir gerne diskutieren können. Tatsächlich würde ich Ihnen gerne einige Befunde dafür liefern, dass das ein Grund dafür sein könnte, weswegen wir alle derzeit diese Krisenhaftigkeit spüren, egal wie gut es uns geht. Wir schauen uns an, es gibt eine große Ambivalenz. Wir haben ein Versprechen der Gleichheit bei gleichzeitiger, sichtbarer, erfahrbarer und empirisch erfassbarer Ungleichheit. Das sind nur minimale Zahlen, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und weil ich Migrationsforscherin bin, habe ich mich auf das Feld der Repräsentation von Migrantinnen und Migranten konzentriert. Ich habe eben Ihnen die neuen Zahlen genannt. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Aber wenn wir zentrale und relevante Positionen in der Gesellschaft durchgehen, finden sich diese Menschen darin nicht repräsentiert. Wir können alle Perspektiven einnehmen, die wir wollen, von Bildungsmomenten, von Elitenpositionen, von Politik, sogar von Repräsentation in Stiftungen. Überall sind Migrantinnen und Migranten unterrepräsentiert. Gleichzeitig wissen wir, dass sie überrepräsentiert sind in jenen Berufen, von denen wir in den letzten Monaten als systemrelevant gesprochen haben. Wir haben neulich eine Studie gemacht, ganz zu Beginn der Corona, und uns die Zahlen gezogen zu Migrantinnen und Migranten in bestimmten systemrelevanten Berufen. Zu den systemrelevanten Berufen gehörten nicht nur die Altenpflegeberufe, sondern letztlich, wenn man so möchte, auch die Reinigungsdienste. Es gehörten dazu vor allen Dingen, wenn Sie sich alle an die Zeit des Lockdowns erinnern, die Post- und Paketzusteller. Es gehörten dazu aber auch die Apothekerinnen und Apotheker und die Menschen in den medizinischen Berufen. Überall können Sie sehen, dass die Zahlen über den 25% liegen, die ich Ihnen eben genannt habe. Wir haben also eine Berufsgruppe, die überrepräsentiert ist in Berufen, die wir als Gesellschaft brauchen. Und die Frage ist, wie lange können wir es uns leisten, Menschen, von denen unsere Gesellschaft sozial in Krisensituationen abhängig sind, schlechter zu bezahlen, prekärer zu bezahlen und schlechter anzusehen? Und das betrifft hiermit nicht nur die Migrantinnen. Wir hatten diese Debatten sehr stark auch über Frauen in der Gesellschaft geführt. Wir sehen auch gleichzeitig diese Ambivalenz, die ich Ihnen weitertragen möchte. Wir haben in Deutschland ein großes Gefühl, dass wir nach Leistungsgerechtigkeit urteilen. Ein großes deutsches Sprichwort heißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist aber nicht das, worauf ich hinaus will, sondern das große Versprechen lautet im Grunde genommen, dass man nicht nur bei seinen Leisten bleiben muss, sondern wenn man sich bemüht und die Leistung erbringt, kann man auch weitergehen als das, was einem von Anfang an in die Wiege gelegt wurde. Das ist ein Versprechen der Demokratie. Tatsächlich wissen wir aber, dass in Deutschland die Herkunft sehr stark darüber entscheidet, wo man am Ende tatsächlich beruflich ankommt. Und nicht nur ist es die Schicht und die Klasse, sondern es ist auch der Migrationshintergrund und die Religion. Hier hat eine Kollegin, Doris Weichselbaumer vom IZA, im Jahr 2016 eine Studie durchgeführt. Wie Sie sehen können, sie hat Bewerbungen eingeschickt an 1500 Unternehmen, fiktive Bewerbungen mit immer der gleichen Frau. Es ist die gleiche Frau mit der gleichen Leistung. Es sind die gleichen Bewerbungen, die eingesendet werden. Einmal heißt die Frau Sandra Bauer, einmal heißt die gleiche Frau Meryem Öztürk und einmal trägt Meryem Öztürk ein Kopftuch. Und Sie können erkennen anhand dieses Balkendiagramms, wie die Einladungsquoten für diese Frau abnehmen.
Der unterste Balken ist Meryem Öztürk mit Kopftuch. Es ist also vollkommen egal in dem Falle, ob sie die gleiche Leistung bringt wie jemand anders. Sie wird deutlich weniger eingeladen. Kollegen aus Mannheim haben die gleiche Studie gemacht mit dem anderen großen Versprechen unserer Demokratie. Neben dem Leistungsmythos gibt es hier auch den sogenannten Bildungsmythos. Das Versprechen, durch Bildung aufzusteigen. Was aber, wenn Sie gar nicht aufsteigen können, weil Sie den falschen Namen haben, in der falschen Straße leben oder Kind einer alleinerziehenden Mutter sind? In dem Fall ist hier eine Studie der Kollegen und Kolleginnen aus Mannheim publiziert worden, die unter dem Namen Max versus Murat in den Zeitungen stand. Darin konnte man erkennen, dass Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler schon ab der ersten Klasse unterschiedlich behandeln. Hier wurde das anhand von Diktaten überprüft. Exakte Diktate, exakte Fehler, aber Max wurde systematisch besser bewertet als Murat, obwohl er das gleiche Diktat einreichte. Insofern fängt dieses Versprechen irgendwann an zu bröckeln. Über eine Generation trägt man das, über die zweite möglicherweise auch. Ab der dritten beginnt die Rebellion und es ist dann in dem Falle der Bildungsmythos an sich, der zerbricht, und der Glauben an die Demokratie. Wir haben es also mit einer sogenannten normativen Paradoxie zu tun. Mit dem Phänomen, dass wir das Versprechen im Grundgesetz haben, dass die meisten Menschen außerdem glauben, dass diese Grundsätze für unsere Gesellschaft gelten, als offene, liberale, tolerante, menschengerechte Demokratie. Dass wir aber gleichzeitig jeden Tag nicht nur Hinweise, sondern handfeste empirische Befunde für die Ungleichheit haben, die sich immer weiter zementiert. Was macht das? Was macht das, wenn dieses Versprechen nicht mehr eingehalten werden kann? Und wie und welche Ursache hat es und wie ist es verknüpft mit der Integrationsfrage? Wir alle schleppen die Integrationsfrage seit Jahrzehnten durch unseren Alltag. Und die Frage danach, ob Integration oder der Bedarf oder die Anfrage an Integration irgendwann aufhört, wenn man aufsteigt, wenn man genügend Bildung hat, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, diese Frage ist tatsächlich eine, die 25% dieser Gesellschaft und darüber hinaus Partnerinnen und Partner, Freunde und Freundinnen, Arbeitskolleginnen, die Personen mit Migrationshintergrund im engen Bekanntenkreis haben, immer wieder beschäftigt. Was wir erkennen können, ist tatsächlich eine Paradoxie. Wir sehen nämlich, dass mit zunehmenden Aufstiegen und mit zunehmender Integration die harschen Debatten um Integration weiter zunehmen und sich sogar verschärfen. Die große Frage, der wir also derzeit nachgehen, ist, sind es möglicherweise die Aufstiege der marginalisierten Gruppen, die so viel Krisenhaftigkeit auslösen? Sind es möglicherweise diese Aufstiege, die Privilegien in Frage stellen, die Positionen in Frage stellen, die derzeit dieses Placement, die Frage der Platzierung von Menschen in Gesellschaften, einfach neu aufs Tableau rücken? Wir haben eine Studie gemacht im letzten Jahr, in der wir Aufstiege simuliert haben und wissen wollten, ob Menschen das als Bedrohung wahrnehmen. Wir haben also in einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage gefragt: Ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn immer mehr Muslime in wichtige Führungspositionen auf den Arbeitsmarkt kämen. Diese Frage haben wir gestellt und haben festgestellt, dass über 30% der Menschen dies als Bedrohung wahrnehmen würden. Wir haben die Frage gestellt, weil wir gleichzeitig jahrelang Debatten geführt haben darüber, dass es doch die sogenannten Gemüseverkäufer sind, die im Grunde genommen nicht in Integration kommen. Dieses Sprichwort oder dieses Bild habe ich jetzt von Thilo Sarrazin übernommen. Diese Vorstellung, dass doch tatsächlich sich nichts bewegt innerhalb dieser Gruppen und deswegen die Menschen ihre Geduld in der Integration mit Musliminnen und Muslimen verlieren. Gleichzeitig erkennen wir, und wir sind nicht die Einzigen, die diese Befunde haben, auch die Kollegen vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, haben solche Befunde, dass Aufstiege von Migrantinnen zu einer, und besonders von jenen, die man im Placement ganz unten sieht, zu einer Art Bedrohung für die Etablierten führen. Wir haben auch gefragt, wir müssen aufpassen, dass Bildungserfolge von Muslimen nicht zulasten der Bildungschancen der Bevölkerung gehen. Auch hier sehen Sie 30% Zustimmungswerte. Und ich befürchte, je besser es den Muslimen geht, desto mehr Forderungen stellen sie, hier deutlich über ein Drittel Zustimmung. Wir haben das noch nach Ost und West unterteilt und festgestellt, dass die Menschen in Ostdeutschland die Aufstiege von Musliminnen und Muslimen noch deutlich mehr als Bedrohung wahrnehmen. Geht es doch vermeintlich dort um einen sogenannten Kampf um den zweiten Platz.
Wir sehen also Bildungsmythos, Leistungsgerechtigkeit, Aufstieg durch Bildung, Aufstieg durch Karriere und gleichzeitig dieses emanzipative Momentum. Je besser es einem geht, desto mehr Forderungen stellen sie. Das haben wir aus der Frauenpolitik übernommen, dieses Item. Da wird das immer wieder als Vorwand genommen, dass je besser es den Frauen geht, desto mehr Forderungen stellen sie. Und haben festgestellt, dass es doch ein Drittel Potenzial gegen die tatsächliche Emanzipationsbewegung dieser Gruppen gibt. Und wir stellen fest, dass dieses Potenzial, weil die Menschen wissen, dass das antidemokratisch ist und sich gegen die demokratische Norm, die sie verinnerlicht haben, richtet, fangen sie an, etwas zu schaffen, was sich normative Antinomien nennt. Sie sagen, eigentlich habe ich nichts gegen die, aber die haben etwas gegen uns und deswegen habe ich was gegen die. Wir haben das auch hier nochmal simuliert an ganz zentralen Grundrechtsfragen der Demokratie. Das Demonstrationsrecht für Muslime sollte stärker eingeschränkt werden, weil sie die Demokratie infrage stellen, ist natürlich ein Paradoxon, denn das Demonstrationsrecht ist ein Kernbestandteil demokratischer Grundrechte. Also bereit zu sein, demokratische Grundrechte einzuschränken, um demokratische Grundrechte zu schützen, ist ein sogenanntes Paradoxon. Auch hier sehen wir immer diese 30%. Ich möchte nicht, dass immer mehr Muslime in wichtige politische Ämter kommen, denn sie sprechen nicht für Gesamtdeutschland, ist auch ein Entlastungsargument. Ich habe nichts gegen die. Ich bin eigentlich für Gleichheit. Ich respektiere Aufstieg. Ich finde, Aufstieg ist ein Zeichen für Integration, aber nicht für diese Gruppe. Warum nicht für diese Gruppe? Sie sprechen nicht für Gesamtdeutschland, ist das Entlastungsnarrativ. Wir sehen also, diese Gruppe ist austauschbar. Sie ist in jedem Land eine andere Gruppe. In den USA sind es die Hispanics. In Deutschland sind es derzeit die Musliminnen und Muslime. Wir hatten aber auch schon Debatten, wo es um Bulgaren, Rumänen und andere Menschen ging, die als sogenannte Wirtschaftsmigranten hier nicht erwünscht waren. Insofern ist dieses Narrativ eines, das uns zu denken geben sollte. Es ist ein Zeichen einer Paradoxie und es ist etwas, was wir mitnehmen müssen, um darüber zu reflektieren, wie schwierig es ist, Demokratien in ihrem Versprechen tatsächlich tagtäglich zu leben. Ich komme nun zum Fazit mit der Frage, worum es in pluralen Demokratien also heute geht. Es geht nicht vorrangig um Migration, das habe ich eingangs schon gesagt, auch wenn wir alle immer wieder über Migration sprechen. Es geht vielmehr um das Gestalten von Postmigration, also um alles, was einsetzt, wenn allgemein feststeht, dass eine zunehmende Pluralisierung nicht aufgehalten werden kann. Dabei wird vor allen Dingen eins deutlich, und das ist das, was die Demokratie tagtäglich als erlernenswert darstellt. Denn nämlich der Kernkonflikt in pluralen Demokratien dreht sich nur an der Oberfläche um Migration. Tatsächlich geht es um die Aushandlung von Anerkennung, von Chancengleichheit und von Teilhabe, die als umkämpfte Güter auch von Migrantinnen und ihren Nachkommen beansprucht werden. Aufstieg, Emanzipation, Teilhabeansprüche und Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen, an diesen Sachen polarisieren sich die Gesellschaften Europas. Weil diese marginalisierten Gruppen, und es sind nicht nur Migrantinnen und Migranten, es sind auch Menschen mit Behinderung, es sind auch Frauen, es sind tatsächlich auch Menschen aus Ostdeutschland, die nicht mehr für sich akzeptieren wollen, dass ihre Anerkennungsstufen unter denen der sogenannten Dominanzgesellschaft liegen. Gleichzeitig wissen wir, Gleichheit gilt neben der Freiheit als zentrales Versprechen der modernen Demokratien. Die berufen sich auf Pluralität und Parität als Grundsatz. Und wenn wir immerfort diesen Mismatch haben, erzeugt das eine kognitive Dissonanz, die Menschen versuchen auszugleichen. Und diesen Ausgleich schaffen sie entweder, indem sie Ressourcen mobilisieren, um sich der Norm der Demokratie anzunähern, oder sie senken die Norm. Und wir müssen uns fragen, ob wir uns möglicherweise in einer Zeit befinden, in der wir es mit einem kollektiven Normabsenkungsverfahren zu tun haben. Ich schließe also mit dem Gedanken, die Omnipräsenz des Migrationsdiskurses verdeckt diese zentralen Aushandlungskonflikte um gesellschaftliche Gleichberechtigung und Emanzipation. Und sie hat sich gleichzeitig zur dominanten Chiffre für die Frage Europas nach seiner demokratischen Verfasstheit entwickelt.
Hannah Arendt, und ich ende mit ihrer Aussage zum Versprechen, sagt, das Heilmittel gegen Unwiderruflichkeiten, dagegen, dass man Getanes nicht rückgängig machen kann, liegt in der menschlichen Fähigkeit zu verzeihen. Und das Heilmittel gegen Unabsehbarkeit und damit gegen die chaotische Ungewissheit alles Zukünftigen liegt in dem Vermögen, Versprechen zu geben und zu halten. Ob diese Jugendlichen, die wir jeden Tag sehen, an das Versprechen der pluralen Demokratie glauben, liegt auch an der Kraft von uns allen, aus Wissenschaft, aus Politik, aus der Zivilgesellschaft, der Kraft der Bürgerinnen und Bürger, dieses Versprechen der Gleichheit tagtäglich in die Tat umzusetzen. Und sei es nur mit einem Moment der Anerkennung und des Respekts. Insofern würde ich gerne mit diesem Gedanken schließen und sagen, wenn Versprechen nicht mehr haltbar sein können, dann erodiert damit auch die Demokratie. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Forutan. Und tatsächlich wird sich das Thema, Sie können gerne wieder Platz nehmen, Dankeschön. Und tatsächlich wird sich das Thema Migration jetzt auch noch ein Stückchen weiterziehen, denn Linda Teuteback ist Sprecherin für Migrationspolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Sie ist außerdem Juristin, Rechtsanwältin, Brandenburgerin, darauf legt sie immer ganz besonders viel Wert. Und sie wird uns jetzt beschreiben, was ihre Standortbestimmung ist für die liberale Demokratie. Bitte schön, Sie haben das Wort. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen bei den Hannah-Arendt-Tagen. Und habe bewusst das Thema jetzt mal nicht so stark direkt auf Migration bezogen, sondern meinem Vortrag jetzt die Überschrift gegeben, Zustand und Zukunft der liberalen Demokratie. Ich will ein paar Anmerkungen machen dazu, wo liegen Probleme, Spannungsfelder in unserer liberalen Demokratie und was macht sie aus? Woran muss man möglicherweise erinnern, um sie wieder zu stärken? Denn die Texte, die Unkenrufe, die Diskussionen mit den Stichworten Orban, Trump, Ende der Demokratie, Populismus, die sind Legion. Und ich denke, wem es wirklich um die liberale Demokratie geht, der muss andererseits aufpassen, dass Krisendiskussionen sich nicht verselbstständigen und man damit andererseits bei aller berechtigten Kritik die Demokratie schlechter redet, als sie ist. Denn manchmal können sich Zustandsbeschreibungen auch verselbstständigen, selbst dann, wenn sie in der Sache noch gar nicht zutreffen. Deshalb denke ich, sind wir gefordert, kritisch zu benennen, wo gibt es Fehlentwicklungen, wo gibt es Schwierigkeiten und zugleich immer wieder aufzupassen, dabei die Demokratie nicht selbst zu diskreditieren. Und auch zu schauen, wo müssen wir Grundsätze der Demokratie wieder neu beleben, neu definieren. Dabei steht die Tradition aus der Aufklärung, die eigentlich der Demokratie zugrunde liegt, nämlich erstmal das Gleichheitspostulat, dass alle Menschen grundsätzlich rechtlich gleich sind, vor dem Gesetz gleich, dass sie freiheits- und vernunftbegabt sind, dass sie Urteilskraft besitzen, die Hannah Arendt so wichtig war, dass davon alles ausgeht. Und das bedeutet zugleich, dass diese liberale Tradition, aus der unsere Demokratie kommt und die in der Aufklärung ihren Ausgangspunkt davor auch schon, aber seitdem besonders hat, mit der Anerkennung von Menschen- und Bürgerrechten und mit der Vernunftbegabung jedes Menschen, dass die voller Widersprüche ist. Das ist nicht schlecht, aber es macht es umso anspruchsvoller. Zunächst möchte ich eine Sache feststellen, die mag erstmal befremdlich klingen oder für manche selbstverständlich. Nach meiner Beobachtung ist sie es aber nicht. Dass nämlich für unsere Demokratie ganz wichtig ist, überhaupt das Politische als Kategorie anzuerkennen. Es ist kein Zufall, dass Max Weber 1918 seine Schrift bzw. erst seinen Vortrag Politik als Beruf gehalten hat. Das waren die Anfänge der Weimarer Republik, gerade
wurde das Kaiserreich abgelöst. Man begann damit, dass es eine Demokratie gibt, in der Menschen unabhängig von adliger Herkunft oder Vermögen die Chance hatten, durch freie, geheime und gleiche Wahlen in einem Parlament die Geschicke unseres Landes mitzubestimmen. Und Max Weber hielt Vorträge sowohl zu Wissenschaft als Beruf als auch zu Politik als Beruf. Und mir erscheint manchmal, wenn wir, bevor die Migrationsfrage, ein bisschen davor die Euro-Rettungsfrage wieder zu heftigeren Diskussionen in unserem Land führten, vorher manchmal so eine Stimmung vorherrschte, als bräuchte man gar keine richtigen politischen Auseinandersetzungen mehr, als sei alles nur noch eine Frage von Pragmatismus und es gibt gar keine unterschiedlichen Haltungen so richtig und Meinungen. Das, finde ich, ist ein gewisser Fehlschluss. Und zugleich müssen wir aufpassen, Wissenschaft und Politik unterscheiden sich. Es ist richtig, sehr genau Wissenschaft zu achten und von wissenschaftlichen Erkenntnissen auszugehen bei seinen politischen Überlegungen. Aber wenn man nicht anerkennen würde, dass aus der Betrachtung der Realität unterschiedliche politische Lösungsvorschläge folgen können, würde man eigentlich die Demokratie an sich in Frage stellen. Und deshalb beginnt mit der Betrachtung von Wirklichkeit und auch mit dem zur Kenntnis nehmen wissenschaftlicher Erkenntnisse zwar die politische Debatte, sie ist damit aber nicht beendet. Denn würden alle zu denselben Schlussfolgerungen kommen, dann bräuchten wir nicht verschiedene politische Parteien und Wahlen, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger immer wieder neu im Wettbewerb dafür entscheiden, welche Lösungen ihnen jetzt am meisten zusagen, die sie am ansprechendsten finden. Also die Anerkennung von Demokratie setzt voraus, dass es legitim ist, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Meinungen auch bei richtiger Betrachtung der Realität zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Sonst bräuchten wir nicht, vereinfacht gesagt, Konservative, die möglicherweise mehr auf Bewahrung einer hergebrachten Ordnung setzen, Liberale, die im Zweifel auf die Freiheit setzen oder auch andere, die im Zweifel auf möglichst viel Gleichheit setzen. Das ist erstmal eine unausgesprochene Grundannahme unserer Demokratie, die ich finde in manchen Schwarz-Weiß-Debatten in letzter Zeit verloren geht, bei der so getan wird, als würde man nur noch darüber streiten, ob Populisten wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stellen oder andere sich absolut auf Wissenschaft berufen können. Das heißt, wissenschaftliche Erkenntnisse unbedingt ernst nehmen und einbeziehen, aber auch die reife politische Debatte darüber pflegen, wie sind verschiedene Interessen und Güter abzuwägen in Kenntnis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und das setzt auch voraus, dieses Gleichheitspostulat der Aufklärung, auf dem beruht, dass in der Demokratie alle Bürgerinnen und Bürger mit einem gleichen Wahlrecht mitentscheiden, den Verdacht, wie es Tucholsky mal ausdrückte, dass der andere Recht haben könnte. Deshalb ist übrigens auch der Begriff Populismus und der Populismusvorwurf nur bedingt hilfreich in der politischen Auseinandersetzung, weil ein gewisses Maß an Popularität müssen auch Demokraten erlangen, damit sie Zustimmung bei Bürgern bekommen für das, was sie vertreten. Das heißt, populär sein zu wollen, ist per se noch nicht verwerflich. Die Frage ist, welche Mittel man einsetzt und wie man sich in der Politik bewegt. Und da ist sicherlich auch Aufgabe, finde ich, von Politikern, für das, was man als richtig erkannt hat, zu streiten und Menschen zu überzeugen, nicht nur nach Umfragen zu gehen und populär sein zu wollen. Aber wir müssen vorsichtig sein, Populismus ist kein besonders allein überzeugender Vorwurf. Und schließlich, Demokratie verträgt auch übrigens kein Übermaß an politischem Moralismus, wie Hermann Lübbe etwa eine seiner Schriften nannte. Und damit meine ich nicht die populistische oder überspitzte Auseinandersetzung um Worte wie Gutmensch. Ich meine damit einfach ein reifes Verständnis davon, dass wir politische Debatten brauchen, in denen man argumentiert in der Sache und nicht sofort die Integrität des anderen in Frage stellt, um sich mit seinen Argumenten nicht auseinandersetzen zu müssen. Denn das Wagnis der Öffentlichkeit, von dem Hannah Arendt sprach, in das man sich begibt, wenn man an politischen Debatten teilnimmt, das werden weniger Menschen eingehen, dieses Wagnis, und darauf sind wir angewiesen, dass sie es eingehen, wenn sie den Eindruck haben, dass sie moralisch in Frage gestellt werden, diskreditiert werden, statt in einem gleichberechtigten Diskurs in der Sache gefordert zu werden. Und ein wichtiges Spannungsfeld, finde ich, ist auch in der Demokratie das zwischen Individuum und Gemeinschaft. Einerseits beruht unsere Demokratie und dieses Bild vom Menschen seit der Aufklärung sehr stark
darauf, dass wir auf das Individuum setzen. Und das ist auch richtig so. Der Grundrechtskatalog unseres Grundgesetzes, der geht von einklagbaren, starken Grundrechten des einzelnen Menschen aus und stellt in Artikel 1 die Menschenwürde ganz oben an. Das geht vom einzelnen Menschen aus und das ist nicht nur banal, denn diese Rechte sind im Zweifel auch gegen Mehrheiten und Mehrheitswillen zu verteidigen und einklagbar. Das ist eine wichtige Sache. Und zugleich muss man deshalb keinen falschen Gegensatz dazu konstruieren, dass Menschen natürlich auch soziale Wesen sind, dass sie eingebunden sind in eine Gemeinschaft, dass Freiheit nicht davon entbindet, Verantwortung zu übernehmen für seine unmittelbaren Nächsten, seine Familie, aber auch Kollegen, Freunde und in einer größeren politischen Gemeinschaft auch für andere Menschen. Aber das ist ein Spannungsfeld und ich will da einfach ein paar Gedanken anregen, die wir sicher gleich in der Debatte vertiefen können. Dazu gehört allerdings auch, das sage ich, obwohl ich eine Frau und Ostdeutsche bin, dass Parität nicht gleichbedeutend ist mit Gleichheit. Es ist richtig, dass die gleichen Rechte und die gleichen Chancen zu kandidieren und sich zu beteiligen in unserer Demokratie bestehen und da sein müssen. Allerdings, gerade dass wir dem einzelnen Menschen Urteilskraft zugestehen, dass das das Leitbild ist, von dem unsere Demokratie ausgeht, bedeutet übrigens auch, dass Menschen andere Menschen repräsentieren können, ohne mit ihnen identisch zu sein, in Geschlecht oder regionaler oder kultureller Herkunft oder auch in beruflicher Erfahrung. Und deshalb kann sich auch der Handwerker durch die Akademikerin oder umgekehrt gut repräsentiert fühlen, denn die Wahlentscheidungen sind immer auch ein Bündel von Motiven. Ob sich Menschen für eine Person, eine Partei und die Kombination aus beidem entscheiden, ist nicht nur von einem Kriterium abhängig. Und wenn Sie das konsequent zu Ende denken und so sehr ich es sehr wichtig finde, und da ist eine ganze Menge zu tun, dass zum Beispiel auch Frauen stärker sichtbar sind in der Politik und Verantwortung übernehmen, würden wir bestimmen, wie ein Anteil von Menschen in Parlamenten sein muss nach angeborenen Merkmalen wie Geschlecht oder regionaler Herkunft, bräuchten wir am Ende, zu Ende gedacht, gar nicht wählen, sondern könnten sozusagen das Statistische Bundesamt befragen, wie bestimmte Merkmale in der Bevölkerung verteilt sind und danach die Zusammensetzung des Parlaments bestimmen. Das wäre so weit weg nicht vom Ständestaat. Ich will damit einfach die Debatte anregen, dass das wichtige Ziel stärkerer Repräsentation und Teilhabe verschiedener Gruppen nicht automatisch eine gute Rechtfertigung dafür ist, bestimmte Anteile festzuschreiben unter den Stichworten Parität oder Quote. Von der Frage, ob es verfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist, ganz zu schweigen, sondern eher mit dem Menschenbild, was der Aufklärung und unserer Demokratie zugrunde liegt. Und zu diesem Spannungsfeld von Individuum und Gemeinschaft und dass es sich zugleich bedingt, gehört übrigens auch, das geht manchmal etwas verloren, dass wir sowohl Menschen als auch Bürgerrechte kennen und beides Schnittmengen hat, aber doch verschiedene Begriffe sind. Wir haben uns verpflichtet, bestimmte Rechte, dass die allen Menschen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zum Beispiel zu einem Staatsvolk zustehen. Und es gibt auch andere Rechte, die daran hängen, Teil einer bestimmten politischen Gemeinschaft zu sein. Das ist auch erstmal legitim und richtig so, geht aber manchmal etwas unter in aktuellen Debatten. Und zu diesem Gemeinschaftsaspekt ganz unbedingt gehört für mich, dass Demokratie kein Versandhaus und kein Pizzaservice ist. Das ist etwas, was in Wahrheit im Moment sehr wichtig, sehr aktuell ist, aber selten diskutiert wird. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Demokratie fordert, dass wir als Individuen, die in der Demokratie agieren, nicht nur eine Anspruchshaltung an den Tag legen, dass Demokratie schon funktionieren muss, weil andere zum Beispiel genügend politisches Personal bereitstellen, was dann bei Wahlen zur Auswahl steht, sondern dass dazu tatsächlich jede und jeder Verantwortung trägt, dazu beizutragen. Ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren bei der Europawahl 2014 war in der Region, aus der ich komme, die liegt so zwischen Berlin und Frankfurt-Oder, dort war zu beobachten, wie leider in manchen Landstrichen im Osten unserer Republik, dass in diesem Wahlkampf relativ wenig plakative Präsenz in manchen ländlichen Regionen der sogenannten etablierten Parteien zu sehen war und relativ viel von damals NPD oder DVU und auch der aufkommenden AfD. Und ich kann mich erinnern, wie zum Beispiel das Fernsehen
Kolleginnen anderer der beiden sogenannten Volksparteien befragte dazu. Und dabei fiel mir auf, dass das eigentlich nur als Vorwurf an die Parteien gerichtet wurde. Warum seid ihr da nicht so präsent? Dabei stellt sich natürlich eigentlich die Frage, warum finden sich nicht genügend Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Region dieses Wagnis der Öffentlichkeit, von dem Hannah Arendt sprach, eingehen wollen? Gibt es eigentlich genug Wertschätzung in unserer Gesellschaft dafür, sich in der Demokratie zu engagieren und eben gerade auch in Parteien? Denn entgegen mancher landläufigen Diskussion ist das genau die Art, die unser Grundgesetz vorsieht, sich in der Demokratie zu engagieren. Auch aus der Erfahrung der Weimarer Republik sind Parteien eben nicht irgendwas Ehrenrühriges, was man mit ein bisschen Verachtung und Distanz betrachtet, wie leider immer noch viele Menschen, sondern Parteien sind die Form in einer Massendemokratie, ein verbindliches, kontinuierliches Engagement zu organisieren, bei dem die Bürgerinnen und Bürger auch eine gewisse Berechenbarkeit erkennen, dass sich die Menschen, die hinter einer bestimmten politischen Grundrichtung versammeln, sich in der jeweiligen Partei engagieren. Unsere eh für viele Menschen schon unübersichtliche Demokratie würde noch unübersichtlicher, wenn sie sich mit jedem einzelnen Politiker beschäftigen müssten, ohne auch nur eine Grundorientierung zu haben durch eine Parteizugehörigkeit, für welche Richtung jemand steht. Insofern das große Nein, der Protest, der in unserer Gesellschaft häufig vorkommt, der ist legitim in der Demokratie, aber er ist nicht ausreichend. Wir brauchen auch ein gewisses Maß an kontinuierlichem, verbindlichem Engagement, nicht nur gegen etwas, sondern auch dauerhaft für etwas. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass unsere Demokratie zugleich in einem Spannungsfeld von Freiheit und Ordnung steht. Von viel Freiheit zur Debatte, Freiheit, eigene Rechte wahrzunehmen, aber auch Ordnung braucht, in der sich das bewegt. Und dazu gehört, dass Gewaltlosigkeit der einzelnen Bürger und das Gewaltmonopol des Rechtsstaates andererseits Geschäftsgrundlage unserer Demokratie sind. Auch das wird zuweilen in Frage gestellt. Demokratie funktioniert dann gut, wenn die Kraft der Argumente zum Zuge kommt und nicht die Kraft von größter Lautstärke oder auch größerer Gewaltbereitschaft. Und deshalb ist es eben wichtig, das Gewaltmonopol des Rechtsstaates zu verteidigen, und zwar und es nicht von politischer Opportunität oder eigenen Präferenzen abhängig zu machen. In unserem freiheitlichen Rechtsstaat, in unserer Demokratie, das unterscheidet sie genau von Diktaturen, wie ich sie als Kind noch erlebt habe, gibt es genügend Möglichkeiten, sich friedlich und legal politisch zu engagieren. Wer das kleinredet, der macht eigentlich die liberale Demokratie klein. Es ist nicht nötig, sich irgendwie rechtswidrig bei uns politisch zu engagieren. Das ist typisch in Diktaturen. Und es gibt einen Unterschied zwischen politischer Aktion und Kriminalität. Und den sollten wir auch nicht verwischen. Und schließlich lebt Demokratie, und das gehört zu den schwierigsten Dingen, auch von ihrer Beschränkung. Handlungsspielräume und Machtbegrenzungen gehören zusammen. Das gilt zum einen im Verhältnis der Generationen, sich zu bescheiden und zum Beispiel mit der Schuldenbremse nicht beliebig Ausgaben zu tätigen, schränkt zwar den Handlungsspielraum aktueller Generationen ein, auch demokratisch, aber um der Handlungsspielräume späterer Generationen willen, deren Handlungsspielräume man sonst nehmen würde, wenn man auf Kosten der Zukunft handelt. Es betrifft aber auch die Gewaltenteilung, die für unsere liberale Demokratie konstituierend ist. Wie viel muss rechtlich geregelt sein oder auch durch die Verfassung vorbestimmt? Und wie viel muss auch noch dem politischen Meinungsstreit und der Entscheidung über Wahlen und in Parlamenten überantwortet bleiben? Das ist durchaus ein wichtiges Thema, denn wenn bei heutigen Debatten manchmal der Einwand kommt, da kann man aber nichts machen, das ist bereits durch zum Beispiel europäisches Recht vorbestimmt, dann kann das richtig und auch vernünftig sein, darauf hinzuweisen, ob es politisch immer gut ist und ob es der Demokratie dient, zumindest den Eindruck zu erwecken, dass zu wenig Handlungsspielraum bestehe noch für politische Debatte, das ist durchaus fragwürdig. Und es hat auch etwas zu tun mit der Frage, wie viel Komplexität erträgt die Demokratie. Ich würde die Behauptung wagen, dass mehr Beteiligung nicht manchmal der Demokratie gar nicht zuträglich ist und dass manchmal weniger mehr ist. Wenn Sie an das Beispiel Stuttgart 21 denken, dann ist unabhängig davon, wo man in dieser Auseinandersetzung persönlich steht mit seiner Meinung,
doch auch ein Problem für unsere Demokratie, dass nach rund 20 Jahren Auseinandersetzung, Beteiligungsverfahren, Planungsverfahren und Rechtsstreiten viele schon gar nicht mehr wissen, was am Anfang des Verfahrens eigentlich die demokratische und rechtsstaatliche Entscheidung war, gegen die man sich dann wehrt. Das heißt, die Durchschaubarkeit, die Zurechenbarkeit von Entscheidungen und Prozessen ist für die Demokratie sehr wichtig, damit Bürgerinnen und Bürger zurechnen können, wer hat was entschieden, welche Schlussfolgerung will ich daraus ziehen für meine Meinungsbildung, für meine nächste Wahlentscheidung. Wenn das irgendwann nicht mehr durchschaubar empfunden wird, dann ist das ein Problem für die Demokratie. Und diese Selbstbeschränkung führt natürlich auch zu einem Paradoxon. Frau Forutan hat das eben angesprochen im Hinblick auf die Frage, ob man die Demokratie beschränkt, um sie zu schützen. Vor diesem Dilemma stehen wir natürlich in besonderer Weise im Umgang mit den Feinden der Demokratie. Ab wann ist die Ultima Ratio gerechtfertigt, zum Beispiel eine Partei zu verbieten? Das ist eine sehr sensible Frage. Bis zu welchem Grad braucht die Glaubwürdigkeit der Demokratie, dass man sich auch gegenüber ihren Gegnern an die Regeln hält? Und ab welchem Punkt ist es zur Wehrhaftigkeit der Demokratie notwendig, solche Schritte zu ergreifen? Das ist keine triviale Frage, aber sich bewusst zu machen, dass die Demokratie manchmal auch von ihrer Beschränkung lebt, ist schon Teil der Lösung. Und schließlich möchte ich kurz ansprechen die Frage, ist die Pandemie, die wir gerade durchleben, eine demokratische Zumutung, wie die Kanzlerin sagte, oder ist sie nicht eher eine Zumutung für die Demokratie? Ganz unabhängig davon, dass sie niemandem vorzuwerfen ist, dass sie von außen auf unsere Demokratie wirkt. Aber sie ist persönlich und gesellschaftlich eine Herausforderung, ja zum Teil eine Zumutung. Denn Demokratie lebt von Öffentlichkeit, von sich versammeln können, von sich auseinandersetzen können. Und die Pandemie, sie erzwingt Vereinzelung. Das ist ein echtes Problem für die Demokratie, nicht nur so offensichtlich, wie es sich gerade zeigt, wenn es schwierig ist, Wahlversammlungen zum Beispiel zu organisieren, um Kandidaten für die nächsten Wahlen aufzustellen, sondern es ist eine tägliche Herausforderung, weil die Probleme von sozusagen Echokammern, Blasenbildung in der Gesellschaft und von weniger Austausch zwischen Gruppen und Meinungen noch verstärkt wird durch die Pandemie. Es ist immer schwieriger, das Sich-Versammeln, den öffentlichen Austausch zu organisieren in der Demokratie. Und zum anderen, im inhaltlichen Sinne, fördert offenbar die Pandemie bei manchen auch die Sehnsucht nach Unbedingtheit, nach Durchgreifen, Durchregieren. Und das ist eine Herausforderung, dass wir reife Debatten darüber führen, wie viele Freiheitseinschränkungen sind notwendig und verhältnismäßig und welche auch nicht mehr. Manche flirten mit diesem Ausnahmezustand, dass deutlich größere Freiheitseingriffe, als wir sie uns vorher vorstellen konnten, plötzlich akzeptiert werden. Aber es gilt weiterhin die Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Freiheitseingriffen. Die ist in unserem freiheitlichen Rechtsstaat immer verhältnismäßig. Man kann sie bei veränderter Lage anders beantworten. Und eine Pandemie ist ein guter Grund, dass manche Maßnahmen verhältnismäßig sein können, die es unter anderen Umständen nicht wären. Aber wer anfängt, die Frage danach lächerlich zu machen, der stellt die Prämissen, die unserem Grundrechtskatalog zugrunde liegen, in Frage. Denn immer noch muss die Einschränkung von Grundrechten nicht ihr Gebrauch gerechtfertigt werden. Und deshalb finde ich denen, die in diesen Tagen von leichtfertig das Wort Diktatur schreien, die mögen die Kirche im Dorf lassen. Aber der Rechtsstaat, der Freiheitliche, der muss auch das Dorf in die Kirche lassen, wenn mit verhältnismäßigen Vorkehrungen zum Beispiel die Ausübung der Religionsfreiheit auch wieder möglich ist. Er muss sich rechtfertigen für Einschränkungen. Das alles zeigt, die widersprüchlichen Strukturen unserer heutigen Gesellschaft, die sind weder für allzu schlichte Fortschrittserzählungen noch für Alarmismus geeignet, sondern auch Widersprüchlichkeiten, Ungewissheiten auszuhalten und produktiv mit ihnen umzugehen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um unsere Demokratie auch in der Krise zu verteidigen. Wer genauer hinschaut, der sieht eigentlich im geschichtlichen Vergleich, dass es um die Demokratie besser steht, als wir manchmal denken. Sie ist so verbreitet wie noch nie, aber sie wird offenbar auch als so selbstverständlich wie noch nie genommen. Und weil 1989 entgegen einem Aufsatz von Francis Fukuyama eben kein Ende der Geschichte war und weil sie weder zufällig noch zwangsläufig verläuft, kommt es auf uns alle an. Uns nicht entmutigen zu lassen davon, dass es so viele Aufsätze, Zeitungsartikel, Talkshows über die Krisen der Demokratie gibt,
Denn diese Krisengesänge sind auf ihre Art schon wieder ein gewisses Vitalitätszeichen. Denn wenn Sie sich vorstellen, in den 80er Jahren hätten Sie in einem kommunistischen Land bestimmt in Buchhandlungen keine Krisenliteratur über den Niedergang des Kommunismus gefunden. Allein das bei uns über Schwierigkeiten, Herausforderungen, Missstände so offen diskutiert wird, dass Presse darüber frei schreibt und berichtet, ist Zeichen von Vitalität. Und das sollte uns Ansporn sein, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Ich freue mich auf die Debatte, wenn wir damit gleich heute beginnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frau Teuteberg, ich halte Sie direkt vorne fest. Herzlichen Dank. Nehmen Sie Platz. Und Frau Vorruthan, darf ich dann auch mit nach vorne bitten? Eine Menge Stoff, mein lieber Mann. Wo fange ich an? Ich möchte genau bei dem Punkt anfangen, wo die Unterschiede zwischen Ihnen oder der Unterschied zwischen Ihnen beiden vielleicht am augenfälligsten wird. Es war, wie Frau Teuteberg beschrieben hat, was Repräsentation angeht, dass eben nicht Gleiches durch Gleiches repräsentiert werden muss. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Vorruthan, ist das doch sehr notwendig. Ist das der Unterschied zwischen Wissenschaft und Politik, der sich da manifestiert? Ja, vielleicht würde ich eher anschließen und sagen, das ist der Unterschied zwischen politischen Positionen. Und in der Hinsicht ist natürlich die Frage der Quotierung eine, die in Deutschland schon lange sehr kontrovers geführt wird, vor allen Dingen anhand der Frage der Frauenquote. Mhm. Und die Vorstellung, die leitend sein kann als Gedanke, dass irgendwann Menschen einander repräsentieren können, ganz gleich, woher sie kommen, weil sie eben die politische Haltung repräsentieren, die man gemeinsam teilt, ist eine Vorstellung des Universalismus, in der wir alle letztlich als Gleiche unter Gleichen gleichberechtigt präsent sind, repräsentiert sind und uns dann auch vertreten lassen können. Und als Zielvorstellung, Utopie, Vision halte ich das für eine sehr richtige Vorstellung. Ich glaube allerdings, dass auf dem Weg dahin wir stagnieren, wenn wir einfach nur an das Ziel glauben und nicht die Kämpfe zu diesem Ziel führen. Also wenn wir uns mal anschauen, die Frage der Frauenquote. Schon immer waren in der Gesellschaft 50% Männer und 50% Frauen. Trotzdem haben wir gelernt, dürfen Frauen erst seit 100 Jahren wählen. Es ist also nicht nur die pure Empirie, die jemanden in die Position versetzt, irgendwann vertreten zu sein, sondern es ist auch der Kampf darum, der Protest dagegen, gegen die Missrepräsentation. Und wir haben es mit einer Zeit zu tun, in der die Frage der Repräsentation von Frauen tagtäglich abnimmt. Vorgestern, wer es gehört hat, in den DAX-Vorständen sind so wenig Frauen wie noch nie. Im Parlament sitzen 70% Männer, 30% Frauen. Das ist auch das ungleicheste Parlament seit 17 oder 18 Jahren. Darauf zu warten, dass sich das von alleine reguliert, ich denke, diese Zeit haben wir nicht mehr. Frau Teuteberg, Widerspruch? Nicht was das Ziel und dass man darum kämpfen sollte angeht. Ich habe das zum Beispiel auch getan. Ich bin nicht irgendwie auf dem Silbertablett in den Bundestag gekommen, sondern nur, weil ich auch gesagt habe, ich bewerbe mich also in meinem Bundesland um Listenplatz 1. Der Gegenkandidat war ein älterer Mann, was genauso legitim ist und das habe ich auch nicht kritisiert, aber ich habe schon erlebt, dass eher unterschwellig gern einer jüngeren Frau das als ein bisschen ehrenrührig vorgeworfen wurde, sich dann sozusagen zu erdreisten, sich da in den Wettbewerb zu begeben. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Frauen tun und Frauen übrigens auch an anderen Frauen dabei nicht auch nach den üblichen Rollenbildern das noch zum Vorwurf machen. Allein ein gutes Ziel rechtfertigt eben nicht jedes Mittel. Und verfassungsrechtlich ist eben die Wahlrechtsgleichheit auch sozusagen bei Listenaufstellung und in Parteien auch ein wichtiges Gut. Und das ist ein bisschen technisch, aber ich muss es erklären, damit man es versteht, warum es deshalb kein gutes Mittel ist, zum Beispiel Paritätsgesetze. Sie müssen ja dann Sanktionen haben. Entweder ist das so vorgesehen, dass Sie eine Liste nicht zulassen, die diesem Ziel nicht entspricht, oder irgendwelche finanziellen Strafen vornehmen.
Damit schränken sie aber die Rechte von Individuen auch ein, weil die einzelne Frau zum Beispiel, die sich in einer Partei engagiert, wo der Frauenanteil zum Beispiel nicht so hoch ist oder wo andere Frauen für sich entscheiden, in Wahrnehmung ihrer Freiheit, dass sie nicht kandidieren und dadurch ist dann der Anteil auf der Liste niedrig. Wenn sie diese Liste nicht zulassen, dann lassen sie auch die Frauen nicht zu, die auf dieser Liste stehen und sie schränken auch deren Wahlrecht als Beteiligte auf der Listenversammlung ein. Also die Sache ist ein bisschen komplexer. Allein die gute Absicht rechtfertigt eben nicht jedes Mittel. Das ist wirklich ein Demokratieproblem, auch verfassungsrechtlich. Und deshalb ist es problematisch. Ich würde mir wünschen und kämpfe darum, auch auf verschiedenen Ebenen, dass mehr Frauen sich überhaupt in Parteien engagieren und von denen, die da sind, auch mehr kandidieren. Aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar verfassungswidrig, aber auch nicht das beste Mittel, es über Vorschreiben von Wahlergebnissen zu machen. Nichts anderes ist eine Quote. Aber ich wünsche mir sehr, dass wir aufhören, oder dass Frauen selber übrigens auch sensibler dafür werden, wo werden Frauen noch mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Denn Leistungsgerechtigkeit ist tatsächlich ein wichtiger Anspruch. Das ist nicht in der Realität immer so gegeben, aber ich erlebe es selber bei Frauen, dass die auch bei jungen Männern weniger in Frage stellen, hat der beruflich schon genug geleistet, um jetzt zum Beispiel auf so einer Liste zu landen fürs Parlament und das bei jungen Frauen viel öfter getan wird. Ich möchte gerne noch mal versuchen, Ihre beiden Vorträge so auf einen Satz zu konzentrieren. Frau Teuteberg, gibt es die große Herausforderung für Demokratie oder finden Sie, die Probleme sind tatsächlich so vielschichtig, dass es ja so ein Gespinst von, so ein Labyrinth von Auseinandersetzungen ist. Ja, man kann das natürlich alles jetzt in einzelnen Themen abarbeiten und herausarbeiten, aber ich finde, eine zentrale Sache ist, dass man also zum Beispiel zur Differenzierung fähig ist, Dinge differenziert darzustellen, wenn sie wirklich differenziert sind, aber auch zur Klarheit, wo Dinge klar sind. Also weder Differenzierung noch Einfachheit sind ein Wert an sich, sondern ich finde, zu beidem muss man fähig sein. Auch wenn die Gesellschaft komplex ist und die Themen, muss man sich bemühen, als Politiker die Komplexität so zu reduzieren, aber auf eine seriöse Art, nicht populistisch, dass trotzdem Meinungsbildung möglich ist. Ich glaube, auf diesen Nenner kann man viele der Probleme bringen. Es gibt viele, die sich entweder auf die Einfachheit berufen oder sagen, alles ist so komplex und sich gar nicht mehr dem Anspruch stellen, Klarheit zu schaffen. Frau Vorrethein, können Sie da mitgehen? Ja, ich denke auch, wenn wir jetzt Themen rauspicken, finden wir wahrscheinlich zahlreiche. Die Klimafrage, die Digitalisierungsfrage, die Industrialisierungsfrage. Ich habe eingangs deutlich gemacht, dass ich die Verteilungsfrage für eine der zentralsten politischen Fragen derzeit halte. Und ich halte das auch, Sie haben es ja eben eingangs gesagt, Sie haben das technisch beantwortet, aber wenn etwas technisch ist, ist es noch lange nicht politisch. Denn wir sehen, die Corona-Frage hätte technisch auch anders beantwortet werden müssen. Aber die Situation fordert politische Entscheidungskraft und die geht manchmal doch deutlich über das hinaus, was technisch möglich ist. Und wogegen ich absolut widerspreche, ist die Frage, vergeschlechtlich zu antworten. Dass man sich von Frauen wünscht, dass sie so handeln oder von Männern. Es geht überhaupt nicht um Frauen oder Männer. Wenn man in sexistischen Strukturen aufwächst und die Gesellschaft ist so strukturiert, dann entscheidet man auch dementsprechend. Wenn ich als Frau und Chefin Mitarbeitende einstelle und da sitze und mir überlege, und das meine ich jetzt wirklich als reales Beispiel, und mir denke, ich brauche jetzt eine Person ganz dringend in der Position und es bewirbt sich eine Frau. Und ich denke mir, um Gottes Willen, wenn die jetzt schwanger wird, dann entscheide ich mich lieber für den Mann. Dann handle ich in dem Moment sexistisch, egal ob ich eine Frau bin oder nicht. Also das ist keine Frage, die sich über Rollenanforderungen an Mann oder Frau beantwortet, sondern es ist eine Frage der Veränderung von politischen Strukturen. Und ich glaube, dass das nur über partielle Quotierung geht. Ich halte das auch nicht für sinnvoll, das über lange Zeiträume zu machen. Aber um diese persistente, etablierte Ungleichheit aufzulösen, müssen wir jetzt etwas tun. Denn wir sehen, Kapital schafft Kapital. Wir können nicht darauf warten, dass die Regulierung von alleine passiert. Wir sehen es, wer hat, dem wird gegeben. Und das ist eigentlich der Grundsatz unserer Zeit. Und darauf zu warten, dass das von alleine sich reguliert, ich glaube, das ist mittlerweile sehr vielen Menschen klar, dass das
tatsächlich nicht möglich. Ich glaube, Frau Teuteberg möchte unbedingt gegenreden, aber ich kann in der Zwischenzeit an Sie den Hinweis geben, wo wir gerade bei Verteilung sind, dass wir doch die Gesprächsanteile noch mal ein bisschen anders verteilen wollen an dieser Stelle. Das heißt, Sie sind herzlich eingeladen, mit in die Debatte einzusteigen. So, bitteschön. Aber was ich jetzt technisch genannt habe, ist eher praktisch, weil Demokratie muss schon organisiert werden und von Menschen auch gelebt werden. Das ist nicht technisch im Sinne von nicht politisch, sondern es gibt Parteien, es gibt Menschen, die sich politisch engagieren und dort werden Aufstellungsversammlungen gemacht, für die sie das Ergebnis vorschreiben wollen. Und deshalb muss man es mal erklären, wie es zustande kommt. Und das ist hochpolitisch, dass die Wahlfreiheit eingeschränkt wird. Selbst der Frauen, die dort wählen oder sich aufstellen lassen, wenn man sagt, das Ergebnis der Liste passt nicht, also lassen wir die Liste nicht zur Wahl zu. Das ist ein hochpolitischer Vorgang. Man muss nur mal beschreiben, wie es dazu kommt. Und das Problem ist, man kann und muss über strukturelle Probleme reden, aber alles nur auf Strukturen zu schieben und am Ende nicht dabei zu bleiben, das, was auch Hannah Arendt betont hat, am Ende der Einzelne eine Verantwortung hat und die einzelnen Menschen, die dort Bürgerinnen und Bürger sind in dieser Gemeinschaft, natürlich selber was tun müssen, damit sich was ändert. Daran kommt man eben nicht vorbei. Wir haben eine Wortmeldung hier unten mittig in der ersten Reihe, wenn eine der Kolleginnen sich auf den Weg machen würde mit Angel und Mikrofon, wird natürlich alles immer hinterher desinfiziert. Die Hygienekonzepte stehen, alles in Ordnung. So, da vorne bitte. Wenn Sie sich kurz vorstellen, das würde uns doch sehr gut. Ja, mein Name ist Wolfgang Jüttner, ich bin Mitglied des Kuratoriums der Hannah-Arendt-Tage. Als die Mütter und Väter des Grundgesetzes 1949 das aufgeschrieben haben, haben die sich nicht vorstellen können, was für eine Gesellschaft sich daraus entwickelt. Also ich zum Beispiel habe in den ersten 10 Jahren auf meinem Dorf nie einen schwarzen Menschen gesehen. Das war alles gar nicht vorstellbar, dieses Maß an Diversität. Und deshalb ist dieser Satz, das ist verfassungsrechtlich gar nicht möglich, Frau Teuteberg, der geht nicht, weil die Verfassung genauso lebt wie die Gesellschaft. Das heißt, die Dinge, die vor 70 Jahren schwer vorstellbar waren und in der Verfassung festgelegt waren, werden durch Verfassungsgericht aus guten Gründen heute ganz anders interpretiert. Und wenn dann klar ist, dass die veränderte Interpretation ist die Reaktion auf gesellschaftlichen Druck auch. Das heißt, in der ganzen Frage der Ungleichheit ist deshalb Bewegung reingekommen, weil es rechtlich noch gar nicht möglich war, aber erkennbar Defizite da waren. Und dann vollzieht sich das Recht, die Verfassung, auch nach. Also sie entwickelt sich genauso. Und aber deshalb das ist doch dann praktisch die Frage, inwieweit die Verfassung sozusagen auch neu interpretiert wird. Sie wird neu interpretiert, das können wir an allen möglichen Beispielen ja feststellen. Und sie wird dann neu interpretiert, wenn die Gesellschaft sich verändert und die Gesellschaft diese Veränderung auch politisch zum Ausdruck bringt. Beispielsweise durch begrenzten zivilen Ungehorsam oder ähnliche Beispiele. Und deshalb ist es, glaube ich, auch legitim zu sagen, Dinge, die vor 30, 40 Jahren schwer denkbar waren und die damals mit Sicherheit verfassungsrechtlich problematisch waren, die kann man heute auch durch gesellschaftlichen Druck so auf die Tagesordnung setzen, dass das Verfassungsrecht nachzieht. Wer möchte darauf antworten? Bitte schön. Also, dass die Verfassung für auch Entwicklung offen ist und neu und so, das habe ich überhaupt nicht bestritten. Allein, das ist aber auch kein Freibrief für Beliebigkeit, weil diesen Gedanken zu Ende zu denken, könnte man auch sehr vieles andere in Frage stellen. Der Kern trotzdem von Wahlrechtsgleichheit, der könnte trotzdem auch unter veränderten Bedingungen immer noch dem entgegenstehen. Also, es ist damit noch nicht belegt, dass es verfassungsrechtlich zulässig ist. Vieles ist für Entwicklungen offen, das habe ich auch nicht bestritten. Und trotzdem kann am Ende der Abwägung immer noch das Ergebnis stehen, dass der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit dem entgegensteht. Also das ist dadurch noch nicht belegt. Entwicklungsoffenheit, da könnte ich jetzt sagen, nur um bewusst mal diese geschichtliche Bedingtheit anzusprechen, auch das Asylrecht ist in einer anderen geschichtlichen Situation geschaffen worden mit seiner Ausgestaltung. Das heißt, das sagt noch nichts darüber aus, welchen Kern wollen wir völlig unabhängig von geschichtlichen politischen Rahmenbedingungen gleichwohl so bewahren weiterhin und was ist eine Frage von Interpretation und Neuentwicklung. Also ich habe nicht bestritten, dass man Dinge interpretieren kann, aber eben nicht beliebig und der Wahlrechtsgleichheitsgrundsatz ist ein sehr starker, der weniger entwicklungsoffen sein dürfte als manch anderes.
Frau Vorruthan, sind Sie manchmal dankbar, dass die Mütter und Väter ja das Grundgesetz bewusst auch knapp gehalten haben? Also in der Tat, ich denke auch, die Interpretation ist etwas, was mit der Veränderung der Gesellschaft Schritt hält. Wir haben ja in Artikel 3 eben genau dieses Versprechen, die Rechte der Frauen sind den Rechten der Männer gleichgestellt, und wir debattieren ja nicht umsonst darum. Wir haben es im Moment immer noch damit zu tun, dass Frauen 20% weniger verdienen als Männer, selbst wenn sie die gleiche Leistung erbringen. Und wir haben, wie gesagt, die große Repräsentation. Und ich würde die jetzt auch deutlich weiterführen. Bei der Frauenfrage sind wir mittlerweile alle so weit sozialisiert, dass viele Menschen da mitgehen. Und übrigens, der große Kampf für die Parität, der kommt ja gar nicht aus den linken Parteien. Der kommt ja von Frau Süssmuth und den Frauen aus der CDU. Das sind ja diejenigen, die das vor allen Dingen nach vorne bringen. Und zwar wahrscheinlich deswegen, weil sie nach so vielen Jahren den Glauben daran verloren haben, dass sich das von alleine reguliert. Also wir erinnern uns an die Maßnahmen der CDU damals unter der Familienministerin Christina Schröder, die zunächst mit der freiwilligen Selbstverpflichtung von Unternehmen begann, als hehres Ziel, dass jemand, der aufgeklärt genug ist, schon irgendwann in seinem Unternehmen Platz schaffen wird. Dann hat man gemerkt, die freiwillige Selbstverpflichtung greift nicht. Dann hat man eine sogenannte Flexi-Quote eingesetzt, während die skandinavischen Länder schon sehr viel früher quotiert haben. Und die würden wir jetzt nicht als antidemokratische Länder vor Augen haben. Und nach dieser Flexi-Quote ist auch nichts passiert. Und dann hat irgendwann als Familienministerin Manuela Schwesig für DAX Beiräte eine Quote gesetzt, die sich innerhalb von 3 Jahren erfüllt hat. Also insofern, dass die Quote als Regulationsprinzip ist etwas, womit es schon Erfahrungen gibt. Und nochmal, bis hierhin gehen wahrscheinlich alle mit, um zu zeigen, ab wo das kompliziert wird, die Debatte. Und Sie haben ja eben eingangs gesagt, Politik lebt davon, dass es eben in Debatten nicht immer kuschelig ist, sondern auch komplizierter wird. Ich würde auch einen Schritt weitergehen und sagen, wir brauchen diese Quotierung auch als eine Quotierung zum Beispiel gesehen für Ost und West. Wir werden in 2 Wochen eine Studie veröffentlichen, in der wir zeigen, wie stark 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Repräsentation von Ostdeutschen, ich kann gar nicht sagen, hinterherhinkt, sie ist einfach nicht vorhanden. Und zwar in zentralen Positionen. Und das wird nicht mehr hinnehmbar sein. Wir sehen den Protest. Und wenn die Politik darauf nicht reagiert, die Menschen sind nicht länger bereit, das hinzunehmen. Die nächste Wortmeldung, und zwar... Ja, genau. Sie machen sich bemerkbar. Vielleicht können Sie auf die Kollegin ein Schrittchen zugehen. Oder nein, so geht's. Alles wunderbar. Ja, recht schönen guten Morgen. Mein Name ist Gerhard Kröb. Ich bin Professor für Sozialethik und auch Mitglied des Kuratoriums. Ich finde die Diskussion um die Quote schon sehr wichtig. Und ich glaube, dass sie sozusagen pragmatisch für eine gewisse Zeit eine Legitimität haben kann. Aber ich fände es schade, wenn wir uns nur darauf konzentrieren würden. Ich fand sehr bemerkenswert, was über das Thema Bildungsprotektionismus gesagt worden ist. Also es scheint ja so zu sein, dass Repräsentation in der Demokratie eben auch bestimmte Kompetenzen, bestimmte Bildung voraussetzt. Ich nehme an, dass sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft sich schlichtweg überfordert fühlen angesichts der Medienlandschaft, angesichts der Komplexität der Gesellschaft. Das heißt, wir müssten eigentlich viel mehr in Bildung investieren und auch in politische Bildung investieren. Und da ist es natürlich besonders problematisch, wenn Menschen mit Migrationshintergrund da ausgegrenzt werden. Nicht? Bei den Frauen ist es inzwischen so, da hatten wir ja auch vor 30, 40 Jahren ein massives Problem der Benachteiligung. Das ist inzwischen zu einem erheblichen Teil noch nicht ganz überwunden. Je höher sozusagen die Bildungsabschlüsse werden, Professoren, Doktoren, Doktorinnen, Professorinnen, da wird es schon schwierig, aber da sind wir auf einem guten Weg. Aber im Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund müsste da sehr viel mehr getan werden. Und vielleicht sogar auch, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, dass wir mehr in die Bildung von Älteren auch investieren müssen. Denn die haben natürlich sehr starkes politisches Gewicht in einer Gesellschaft, die sich demografisch wandelt. Und es gibt vielleicht gewisse Gründe für eine Annahme, dass Ältere mit der modernen Medienlandschaft vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommen wie Jüngere. Frau Teuteberg, wie kann das denn praktisch aussehen, mehr Bildungsangebote, auch unter anderem für Ältere?
Ja, das, wenn Sie jetzt politische Bildung meinen, das ist natürlich sehr wichtig. Da gibt es eigentlich schon viele Angebote, wenngleich übrigens die natürlich im Moment mit Corona auch ihre Schwierigkeiten haben, zum Beispiel die Landeszentralen für politische Bildung oder die Volkshochschulen und so weiter, ihre Kurse, ihre Angebote auch als Präsenzveranstaltungen zu machen. Wir brauchen, finde ich, insgesamt, wir brauchen einen hohen Stellenwert, wenn wir über Aufstiegsversprechen und Bildung sprechen, finde ich Grundbildung, die Voraussetzung ist, gerade für alle Kinder, damit sie ihre Fähigkeiten entwickeln können. Und da sind, finde ich, gerade die Grundfähigkeiten wie Lesen und Schreiben, die so banal klingen, die Voraussetzung, die Kulturtechniken, um seine Talente zu entdecken, um Inhalte sich zu erschließen, egal ob digital oder auf Buchseiten und in Zeitungen. Dann brauchen wir auch mehr Bildungsangebote. Wir sagen zum Beispiel, wir brauchen so eine Art Midlife-BAföG, wenn Berufsbiografien einfach heute vielfältiger werden aus den verschiedensten Gründen, ob das jetzt wegen Digitalisierung, Veränderung von Berufsbildern oder wir haben zum Beispiel in der Lausitz jetzt einen riesigen Strukturwandel vor uns mit der Braunkohle. Wenn es einfach normaler auch wird, dass man nicht einen Beruf lernt und den 40 Jahre ausübt, sondern auch im mittleren oder höheren Alter noch einmal eine Ausbildung oder ein Studium sehr sinnvoll sein kann, dass wir auch dafür bessere Fördermöglichkeiten schaffen. Also da ist eine ganze Menge zu tun. Ich will nur kurz sagen zu dem Ost-West-Thema, da ist allerdings sehr schwierig zu definieren, wer ist denn dann ein Ostdeutscher. Und ich wünsche mir auch sehr, dass sich bei dem Thema was tut, aber zur Wahrheit gehört auch, dass zunächst mal es einen gewünschten und notwendigen Elitenwechsel gab, denn auch die Ostdeutschen selbst wollten nicht die Richter zum Beispiel, die sie bis 1989 in der DDR als Richter vor sich hatten, haben und vieles mehr. Und man wird nun mal Gerichtspräsident zum Beispiel nicht direkt nach dem Jurastudium, sondern nach einer längeren Laufbahn. Das ist auch bei Chancengleichheit so. Und deshalb, wir müssen dringend was dafür tun, dass sich das nicht verfestigt, sondern mit jetzt dem Nachwachsen von sozusagen neuen ostdeutschen Generationen, die andere Bildungsmöglichkeiten hatten, sich das verändert. Aber Tatsache ist, 1990 gab es für Führungspositionen häufig nicht die Menschen, die sowohl politisch unbelastet als auch die Bildungsbiografie hatten, um das zu werden. Und die Ursache dafür hat nicht nur Rechtsvorgänger, sondern die identische Partei der heutigen Linkspartei gesetzt mit ihrer Bildungspolitik in der DDR, die Menschen auch nach politischer Präferenz Bildungschancen verwehrt hat. Also insofern, da sollte man Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Wir müssen was tun für möglichst transparente Auswahlverfahren und dass sich das verändert. Aber in den allerhöchsten Positionen, zum Beispiel von Justiz und anderem, hat das was mit Laufbahnen zu tun. Und auch die Politiker, die immer gerne eine Ostquote fordern in der Politik, habe ich erlebt, verwirklichen das in ihrer eigenen Landesregierung oder Landesverwaltung nicht. Und ich sage nur, meine Bundestagskollegin im Wahlkreis, die jetzt in Brandenburg Wissenschaftsministerin ist, hat sich auch ihren Staatssekretär aus Niedersachsen geholt, obwohl sie im Bundestag immer gerne eine Quote für Ostdeutsche fordert. Das will ich gar nicht kritisieren, sondern ich finde, man sollte mit einem Thema nicht Stimmung machen in der Bevölkerung, wenn man selber für sein eigenes Handeln das dann doch nicht so wichtig findet. Frau Vorruthan, diese Bildungsangebote, die müssen ja nicht nur auf die Beine gestellt werden, sondern die müssen ja auch sozusagen wahrgenommen und bespielt werden. Also das hat ja keinen Sinn, das einfach nur als Angebot im Raum stehen zu lassen, sondern es muss ja auch dann eben an Menschen herangetragen werden können. Wo sehen Sie da die größten Chancen bei dem, was Sie uns eben eindrucksvoll geschildert haben, bei den Familien mit Migrationshintergrund? Also zunächst mal glaube ich, dass die Frage, die Sie angesprochen haben, die Vorstellung von Lifelong Learning, wie man das ausweiten kann, geht Hand in Hand mit dem Moment, in dem wir, glaube ich, alle derzeit spüren, wir befinden uns in einem fundamentalen Wandel. Lange Jahre konnten wir mit einem bestimmten Wissenskanon bestehen und den auch über Generationen hinweg vermitteln. Und wir befinden uns derzeit in dem ersten Moment von Geschichte, in dem plötzlich abrupt ein Wissenskanon abreißt, der dann möglicherweise 3000 Jahre Geltung hatte, sehen Sie Religion. Und wir haben es plötzlich mit Generationen zu tun, die nicht nur religiös vollkommen ungebildet sind, sondern überhaupt gar nicht wissen, dass es Religion gibt. Ich habe das Beispiel jetzt nur so herausgepickt. Mein Vater sagt immer, mein Gott, so viele Jahre über Generationen haben wir Gedichte von Hafez gelernt im Iran. Die Kinder heutzutage, die lernen keine Gedichte mehr. Also ich kann Ihnen
etliche Beispiele nehmen dafür, dass wir in einer Zeit des schnellen Wissenswandels uns befinden, der ganz viele Menschen betrifft und im Grunde genommen hilflos stehen lässt mit einem Wissensapparat, der möglicherweise gar nicht mehr alltägliche Anwendung findet und mit einem zusätzlichen Wissen darüber, dass sehr vieles Neues auf uns zukommt, nicht nur Digitalisierung, sondern auch die Fragen nach künstlicher Intelligenz, nach der Frage der Verstehen von Finanzmärkten und so weiter und so fort. Insofern bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ich glaube, das ist nämlich in dem Falle gar nicht das Wissensangebote für ältere Menschen, sondern ich glaube, dass das generell, ich selber habe aktuell 3 Schulkinder und merke jeden Tag, wie das Lehrkräfte überfordert, diese Schulkinder abzuholen in den neuen Formen, in denen die Wissen aufsaugen, über YouTube, Facebook, über diese ganzen elektronischen Geräte, und dass die Lehrkräfte mit dem von vorne unterrichten tatsächlich gar nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Also insofern sehe ich das als eine große Umbruch- und Herausforderungssituation. Und jetzt nochmal mit Bezug auf politische Bildung finde ich das ganz interessant und würde auch da in die Richtung gehen, was Frau Teuteberg eingangs gesagt hat. Manchmal müssen wir auch Narrative überprüfen. Bei uns ist das so fest. Die älteren Menschen sind anfälliger für möglicherweise populistische Gedanken und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal einfach nur auf die letzten Wahlen nach Thüringen schauen, da können wir sagen, tatsächlich, ohne irgendwas hochzureden, die über 60-Jährigen haben dort die Ehre der Demokratie gerettet. Das waren die einzigen, die nicht überbordend für die AfD gestimmt haben, im Gegensatz zu den Jungen. Die haben überproportional für die AfD gestimmt. Also ist auch manchmal die Frage von Jung und Alt noch mal im Kontext von Bildung und politischer Bildung neu zu reflektieren. Die nächste Wortmeldung in der dritten Reihe von... Nee, hier vorne. Mein Name ist Brett Schneider, ich bin Arzt im Ruhestand. Ich sehe die Fragestellung Ihres Vortrages falsch. Ich hätte lieber gelesen, stabil, Fragezeichen, fragil. Das Fragezeichen hat den fragil. Die Fehler des Grundgesetzes, und da komme ich nochmal auf Max Weber zurück, den Sie schon erwähnten, hat davon gesprochen von einer Verantwortungsethik und einer Gesinnungsethik. Mhm. Die Väter unseres Grundgesetzes waren überwiegend geprägt von einer Verantwortungsethik, aus meiner Sicht. Und es überwiegt und es nimmt zunehmend die Gesinnungsethik Raum ein. Ist eine Demokratie nur dann stabil, wenn eine Ausgewogenheit stattfindet zwischen beiden? Oder stimmen Sie mir zu, dass inzwischen die Verantwortungsethiker an den Rand gestellt werden, auf die falsche Seite gestellt werden, während die Gesinnungsethiker das Primat besitzen? Möchten Sie anfangen, Frau Teuteberg? Ja, also Ihre Beobachtung hat sicherlich ihre Berechtigung. Wir sind nur in der Demokratie genau darauf angewiesen, immer wieder zu überzeugen. Das meinte ich auch mit meiner Bemerkung zu dem Thema Populismus. Also wer von seiner Meinung überzeugt ist und sagt, die ist verantwortungsethisch begründet, wäre auch mein Ansatz. Da muss man allerdings dafür werben, damit Gehör zu finden. Aber wir haben leider oft Debatten, in denen sehr schnell moralisch geurteilt wird und Schwarz-Weiß-Alternativen aufgemacht werden. Ich sage es jetzt mal bewusst an den 2 Themen, die in den letzten Jahren besonders eine Rolle gespielt haben in der Öffentlichkeit. Einerseits bei dem Migrationsthema auch, dass wir so 2 Schwarz-Weiß-Pole gerne dargestellt werden, entweder Abschottung, Nationalismus auf der einen Seite rechts, aber auch auf der linken Seite eine Beliebigkeit, dass es gar nicht wichtig sei, ob es sozusagen entweder humanitär einen Anspruch gibt auf Schutz oder eben nach einem, wie ich finde, dringend notwendigen auch noch Einwanderungsrecht für Arbeitsmigration, auch dafür vernünftige Regeln zu haben, wenn Menschen nicht verfolgt sind, aber bei uns legal leben und arbeiten wollen, dann braucht es dafür noch eine andere Rechtsgrundlage. Aber wenn weder noch gilt, dann wiederum ist eben kein Aufenthaltsrecht da. Und dann gehört es auch zu einem Rechtsstaat, dass auch das durchgesetzt wird und dass das Ergebnis eines Asylverfahrens bei uns in der Praxis einen Unterschied macht. Wenn es positiv ausgeht, dann ist der Schutzanspruch da.
und zu gewährleisten. Und wenn es negativ abschlägig ausgeht, dann ist eben auch die Ausreisepflicht durchzusetzen. Und andererseits, wir erleben so eine Schwarz-Weiß-Debatte auch beim Thema Klimaschutz oft, dass so getan wird, als gäbe es nur wiederum, grob gesagt, auf der rechten Seite die Leugnung des Problems an sich oder auf der anderen Seite, als sei es das einzige wichtige Thema und nicht mehr nach normalen demokratischen Maßstäben zu diskutieren und abzuwägen. Denn ich finde, es muss auch möglich sein, vernünftig zu diskutieren. Es gibt das Phänomen Klimawandel und es gibt den menschlichen Beitrag dazu. Und das andere ist dann die Frage, wie organisieren wir vernünftigen Umgang damit? Was sind Lösungen dafür, die auch wirtschaftlich, sozial tragbar sind, die in der Demokratie Akzeptanz finden? Das ist nochmal eine andere Debatte, nicht über das Ob, sondern über das Wie. Und das ist manchmal schwer, darüber eine sachliche Debatte zu führen. Das ist auch ein Thema für unsere Demokratie. Frau Furuth, dann möchten Sie feststellen, dass die politische Debatte, der politische Diskurs sich zu sehr an den Polen schwarz-weiß, positiv-negativ orientiert, zu sehr in die Extreme geht? Also ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, ob ich überhaupt mit der Annahme mitgehen würde, dass das Grundgesetz nicht auf Gesinnungsethik basiert. Wenn Sie die 20 Grundrechte durchgehen und Freiheit, vielleicht möchten Sie das als Gesinnung beschreiben, aber das ist im Grunde genommen keine Sache, die ohne moralische, visionäre Vorstellungen gedacht werden kann. Die Würde, das ist kein pragmatischer Ansatz. Würde ist ein grundsätzlich und genuin gesinnungsorientierter Ansatz. Wenn Sie davon ausgehen, dass bestimmte Dinge als moralische Aspekte das Grundgesetz leiten, so finden Sie das in den 20 Grundrechtsartikeln. Ich fände, das tut dieser im Grunde genommen Poesie dieses Grundgesetzes, wird dem zu wenig gerecht zu sagen, das waren alles nur Pragmatiker, die sich dahingesetzt haben und in irgendeiner Form das beschlossen haben. Also ich glaube schon, dass es bestimmte sinnstiftende Endpunkte gibt, die Gesellschaften antreiben. Die sind in diesem Grundgesetz verankert. Sie sind nicht erfüllt, aber das ist natürlich so. Visionen sind Dinge, die Gesellschaften nach vorne treiben. Wenn wir uns Frankreich ansehen mit dem sinnstiftenden Leitbild von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, so ist uns allen bewusst, dass das selbstverständlich nicht erfüllt ist. Aber wir würden nicht in Frage stellen, dass das eine politische Gesinnung ist, die uns antreiben sollte. Deswegen bin ich da gar nicht so, dass ich das als hinderlich sehe, wenn so etwas wie Moralität in Politik gedacht wird oder im gesellschaftlichen Zusammenleben. Ich halte das sogar im Grunde genommen für etwas, von dem ich glaube, dass wir das viel selbstbewusster vertreten sollten. Und die ganzen Debatten, die in den letzten Jahren geführt wurden, um diese Kategorie Gutmensch oder nicht, ist eine, die man im Grunde genommen kontern sollte damit, dass man sich das selbstbewusst nimmt. Ja, ich möchte ein guter Mensch sein und ich möchte auch, dass meine Kinder gute Menschen sind. Und dabei möchte ich lieber, dass sie an Dinge glauben, die utopisch sind, als einfach immer nur pragmatisch durchs Leben zu gehen. Ja, ich finde nur, das ist eine Verkürzung und auch Diffamierung von Verantwortungsethik, weder bei Max Weber noch bei anderen, die sich damit beschäftigt haben. Übrigens steckt da das Wort Ethik drin, das ist nichts Unmoralisches, es ist auch nicht nur Pragmatismus, sondern es ist sozusagen die Ergebnisse des eigenen Handelns auch zu Ende zu denken, nicht dabei stehen zu bleiben, mit der moralisch richtigen Absicht ranzugehen. Also sozusagen gut gemeint ist auch nicht immer gut gemacht, um es vereinfacht auszudrücken, sondern sozusagen auch auf die Ergebnisse des eigenen Handelns zu schauen, ob die dann auch dem Anspruch gerecht werden. Also ich finde, das ist auch wieder so eine Schwarz-Weiß-Debatte. Verantwortungsethik ist nicht unmoralisch, sie ist auch nicht nur Pragmatismus, sondern sie hat einen ethischen Anspruch. Sie geht nur nicht nur von der Haltung, Gesinnung aus, sondern sie schaut auf die Ergebnisse der Handlungen. Und sie ist auch nicht mal nur ein Widerspruch zwischen Gesinnung und Verantwortung, aber zur Gesinnung muss die Verantwortung und die Verantwortung fürs Ergebnis hinzukommen. Wobei die Frage immer ist, Verantwortung für wen? Und das ist ja das, was wir in globalen Zeiten immer schwieriger beantworten können. Verantwortung für mich, für meine Familie, für mein Stadtviertel, für mein Land, Verantwortung für den Planeten. Wir sehen, die Herausforderungen sind immens. Und daran
im Grunde genommen dafür ist dieser Verantwortungsbegriff zu klein gedacht. Denn im Grunde genommen ist das, womit wir alle gerade konfrontiert sind, die Frage dessen, dass wir daran scheitern, die Verantwortung für unseren Lebensstil wahrzunehmen und zu erkennen, was unser Lebensstil an anderen Stellen dieser Welt für Folgen hat. Wenn wir sagen, ich habe zunächst mal nur die Verantwortung für mein Land, dann ist das, was uns seit 2015 passiert ist, tatsächlich die massive Erkenntnis, dass das nicht ausreicht. Denn wir sehen, unsere Form des Lebens hat eine direkte Konsequenz auf andere Standorte in dieser Welt. Und diese Menschen kommen und fordern jetzt von uns die Verantwortung auch ein, dafür zu handeln. Und daran scheitert gerade der politische Raum. Frau Teuteberg, könnte es sein, dass dieses Verantwortung tragen, auch diese politische Verantwortung tragen, ein Stückchen leichter fällt, wenn man die Instrumente ausbaut? Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble hat ja jetzt gerade noch mal die Bürgerräte in einem Interview ins Spiel gebracht und gesagt, man sollte darüber nachdenken, ja auch andere Formen der Demokratie, andere Beteiligungsformen auszuprobieren und einzubauen. Also es ist immer gut, Beteiligung zu stärken und dass Menschen mitmachen. Ich bin allerdings skeptisch dabei, dass das immer durch Erfindung immer neuer Formen und Beteiligungsmöglichkeiten und Rechtsmittel und so besser wird, sondern ich würde noch mehr davon halten, die bewährten Institutionen und Verfahren und Beteiligungsmöglichkeiten, die wir haben, zu nutzen und zum Beispiel die Wertschätzung für Engagement in politischen Parteien zu stärken, damit mehr Bürgerinnen und Bürger da mitmachen. Denn ich habe bewusst, das war jetzt nur mal ein Beispiel, wie Stuttgart 21 genannt, einfach nur indem sozusagen noch ein paar neue rechtliche Kategorien und Beteiligungsmöglichkeiten draufgesetzt werden, wird das nicht automatisch mehr Akzeptanz bringen. Macht es sogar wieder die Verantwortungszurechnung schwieriger und damit auch die Meinungsbildung, die demokratischen Prozesse. Also wir haben nicht einen Mangel an Möglichkeiten, es ist eher die Aufklärung nochmal darüber und die Wertschätzung für diejenigen, die, finde ich, sozusagen an der Front jeden Tag an der Basis unsere Demokratie verteidigen. Davon brauchen wir mehr. Frau Furutan, brauchen wir mehr Parlamentsbeteiligung, mehr das Stärken von Parlamenten als traditionsreichstes, demokratischstes Instrument oder brauchen wir tatsächlich auch andere Formen von Bürgerbeteiligung? Also ich teile da ehrlich gesagt die Position von Frau Teuteberg. Ich glaube, wir sind da schon gut genug aufgestellt. Ich denke, also es wird ja viel über die Frage der direkten Demokratie diskutiert, ob man es so machen möchte wie in der Schweiz, aber wir erkennen in der Schweiz, dass manchmal dann Entscheidungen getroffen werden auf einer 51%-Basis, was tatsächlich zu einer noch stärkeren Polarisierung der Gesellschaft führt. Und ich glaube, im Moment können wir in sehr vielen Gesellschaften erkennen, dass diese Polarisierung der Gesellschaft tatsächlich für massive Konflikte sorgt und gar nicht mehr so stark einfach nur als Trade-in von unterschiedlichen Positionen gesehen wird, sondern fast als gegenseitige gedankliche Vernichtungsgrundlage. Apropos Bürger- oder Bürgerinnenbeteiligung, wir hatten noch keine einzige Dame aus dem Publikum. Das darf eigentlich nicht sein, oder? Von Quote habe ich nicht geredet, aber ich fände es ganz gut, wenn wir überhaupt mal, aber es sieht im Moment nicht danach aus. Doch, da vorne. Dann sage ich jetzt mal was. Mein Name ist Sabine Seidel und ich habe mehrere Projekte von Lernpartnerschaften begleitet. Die wurden von Brüssel gefördert im Rahmen von Grundtvig, der Erfinder der Volkshochschulen. Und das ist alles eingestellt. Es werden nur noch junge Leute gefördert, weil sie auch sagten, alte Menschen müssen auch noch weiter lernen oder sollen da auch gefördert werden. Das finde ich sehr schade, weil da gab es sehr viel Miteinander durch alle Generationen, jung und alt. Und man kommt in ganz andere Gespräche. Und das hat ja auch ein Miteinander und eine Bereitschaft, einen anderen auch mal zu sehen, wie er anders ist. Entschuldigung, dass ich da noch mal einhake. Sind die jetzt Corona-bedingt eingestellt worden? Die sind eingestellt. Super, grundsätzlich, okay. Ja, in Brüssel möchte man diese Grundweg hieß das Programm. Es gibt ja Erasmus. Ja. Ist aufgestockt worden und Grundweg ist eingestellt worden. Das ist am ersten eine politische Frage, Frau Teuteberg, oder?
Wobei natürlich Brüssel die Entscheidungen auch besonders sind. Ja, gut, ich kenne jetzt das konkrete Programm nicht, wobei ich würde jetzt auch wiederum mal sagen, im Sinne der Subsidiarität, also auch Bildungsangebote, auch für ältere Menschen kann man natürlich auch gut vor Ort organisieren. Ich glaube auch nicht, dass man da zwingend immer Förderprogramme, so gut das sein mag, ich kenne es jetzt nicht im Detail, aus Brüssel dafür braucht. Im Moment gibt es natürlich, wie gesagt, mit Corona praktische Probleme, tatsächlich Menschen vor Ort in Veranstaltungen zusammenzubringen, auch physisch, aber sozusagen Angebote für Austausch und Bildung, auch im höheren Alter, die sollte es natürlich geben, aber ich finde nicht, dass die unbedingt zentral und durch Förderprogramme aus Brüssel bekommen müssen, aber natürlich gute Strukturen mit den Volkshochschulen, mit Stiftungen, mit den Landeszentralen für politische Bildung, aber gern auch manches Selbstorganisierte fände ich gut. Ich finde übrigens zum Thema Lernpatenschaften oder Partnerschaften würde ich zunächst mal sehr stark daran denken, dass es auch sehr gut wäre, gerade übrigens für viele Kinder, wenn sie sozusagen eine Art einen Paten haben von älteren Menschen heute, die Zeit haben und im Ruhestand sind und mit Vorlesen oder Hausaufgabenhilfe auch für viele Kinder, junge Menschen noch einiges an Anregungen und Hilfe geben könnten, was auch eine tolle Sache ist im Alter. Wenn Sie Ihre Antwort darauf bitte kurz halten wollen, weil es gibt noch weitere Wortmeldungen. Ja, danke schön. Ich möchte anfügen, die Förderung war von daher notwendig, weil wir auch mit vielen osteuropäischen Ländern zusammen was gemacht haben. Und wenn die uns in Hannover besucht haben, dann muss ja irgendeiner die Unterkunft bezahlen, die Reisekosten. Das ist nicht unbedingt für eine Rumänien oder eine Polin so leicht zu bewerkstelligen. Okay. Von daher war die Förderung schon wichtig, das war übergreifend. Okay. Und was Sie gerade angesprochen haben mit der Lernförderung, da haben wir in Hannover das Freiwilligencafé, da gibt es auch so ein Programm. Schön. Super, vielen Dank. Die Dame mit dem gestreiften T-Shirt in der zweiten Reihe von oben. Erst nochmal desinfizieren. Vorsicht, dass es keine Verletzungen gibt, das wäre schade. Anke Biedenkapp ist mein Name und ich kann jetzt auf meine beiden Vorrednerinnen zurückkommen. Ich habe so eine Lernpartnerschaft seit 6 Jahren mit einem Knaben aus Ghana. Die Partnerschaft ist zustande gekommen auf der Grundlage einer Stiftung, die es hier in Hannover gibt, Nina Diekmann Stiftung, eine ehemalige Lehrerin, die aus ihrem Unterricht heraus wusste, dass Kinder mit Migrationshintergrund schlechtere Bildungsvoraussetzungen haben. Und sie hat dann im Rahmen ihrer Pensionierung sich neue Gedanken gemacht, wie sie das fördern kann, hat diese Stiftung begründet und sucht nun Partner und Partnerinnen, die genau diese Rolle ausfüllen, die Sie eben beschrieben haben. Ich mache das, wie gesagt, seit 6 Jahren, habe in meinem sozialen Umfeld große Anerkennung, dass ich das mache. Aber ich mache auch die Beobachtung, dass ich in all diesen 6 Jahren niemanden habe animieren können, es mir nachzutun. Alle sind sehr offen für Aufnahme von Migranten aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir müssen sie dann, wenn sie hier sind, und zwar nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen, begleiten, in der Demokratie anzukommen. Sie befähigen, diese Sprache zu lernen, unsere Rituale, unsere demokratischen Rituale kennenzulernen, um sich dann auch aktiv beteiligen zu können an der Demokratie. Wenn wir das nicht leisten, dann sind diese Menschen außen vor. Frau Vorrittan, sehen Sie da so einen Widerspruch zwischen, ja, ich sag mal, Theorie und Praxis, dass man das theoretisch natürlich alles ganz toll findet und in der Praxis sich dann aber ja Zeit lässt und es dann lieber doch nicht selber macht? Ja, ich kann das auch gut nachvollziehen. Das ist ja das, womit wir tatsächlich klarkommen müssen. Die Frage des Ressourcenaufbaus kann eben nicht jeder gleichermaßen bewerkstelligen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu sagen oder immer deutlich zu machen, dass wenn man eben Ressourcen aufbringen möchte oder kann, sie in ganz unterschiedlichen Formen leistbar sind. Natürlich ist das die höchste Form, die sich selbst als Person einzubringen, seine Freizeit einzubringen, seine Möglichkeit einzubringen, etwas weiterzugeben, auch Verantwortung dann zu übernehmen für eine Person, die da ist. Wenn man das aber nicht kann, wenn man sich damit unwohl fühlt, wenn man sich beladen fühlt damit, wenn man diese Ängste der anderen Person
psychologisch nicht auf sich nehmen kann, dann ist das auch etwas, was man verstehen muss. Und ich denke, es gibt dann auch wiederum andere Formen. Man kann einfach in einer Gesellschaft aufmerksam sein und darauf achten, wenn man etwas sieht, etwas beobachtet, durch Gesten. Manchmal, und das beschreiben die Menschen ja auch, wir haben ja dazu auch Studien, dass die Leute beschreiben, wenn sie in einen Raum kommen, ob man ihnen feindselig gegenübersteht oder ob man sie neugierig betrachtet oder ob man nur einfach einen Willkommensgruß sendet. Manchmal reicht das schon als Ressource für einen ganzen Tag. Ich glaube, das sollte sich halt aufteilen in der Gesellschaft, je nachdem, wer was kann. Wenn man dafür werben kann und Menschen findet, die das mitmachen, umso besser. Ich glaube auch, dass wir natürlich staatliche Strukturen dafür schaffen müssen und wir haben das auch gemacht. Ich kann das auch in der Tat verstehen, dass es diese unterschiedlichen Formen gibt, durch die man geht. Diese Ambivalenz ist da. Ich bin eben in Hannover angekommen und da ist der Hauptbahnhof wie fast überall die Hauptbahnhöfe, immer auch ein Ort, an dem gestrandete Leute sind, Menschen, die die Nacht dort verbracht haben, Alkoholiker. Ich habe 2 oder 3 Personen gesehen, die aussahen, als wären sie entweder Migranten oder Geflüchtete. Einer ist übrigens, bevor ich mit meiner Bahn hier reingekommen bin, ins Bahngleis gefallen, was ein wirklich großer Schreckmoment war. Also diese Sachen prägen einen. Man sieht das im Stadtbild, das erzeugt in einem erstmal einen Moment von Dissonanz, weil man denkt, das Stadtbild ist geordnet, die Stadt Hannover ist geordnet, wo kommen diese Leute her? Tatsächlich ist es aber so, dass unsere Gesellschaften eben mit sehr vielen unterschiedlichen, tatsächlich auch gestrandeten Menschen leben, in allen Formen. Wir verknüpfen das nur natürlich im Moment überproportional mit Migration. Und dieses Bild prägt uns sehr stark. Gleichzeitig sind wir konfrontiert mit Jugendlichen, mit denen Sie zusammenarbeiten oder mit diesem Abiturjahrgang. Nach 5 Jahren hat jetzt in Berlin im Senat Frau Giffey diese 1,0 Abiturientin geehrt, überproportional. Viele von denen waren Geflüchtete. Das ist natürlich ein Mismatch. Es sind diese einen da und es sind die anderen da. Es sind diejenigen da, die wir kennen aus Kriminalitätsakten und es sind diejenigen da, die wir kennen aus Aufstiegsgeschichten. Tatsächlich bildet sich das sogar auch in Zahlen ab. Und damit klarzukommen, mit dieser Herausforderung im Kopf zu wissen, dass man die Bilder miteinander verknüpfen muss und diejenigen, die man sieht, nie pass pro toto für die andere Gruppe stehen, das ist, glaube ich, der Lernprozess, in dem wir uns befinden. Frau Teuteberg. Ich wollte dazu einfach nur sagen, zum einen, ich finde das natürlich wunderbar, solche Lernpartnerschaften, und ich würde die aber auch wiederum gar nicht reduzieren auf das Thema Migrationshintergrund. Da ist es auch richtig und wichtig, aber es gibt auch viele Kinder, die ohne Migrationshintergrund enorm davon profitieren würden, wenn sich jemand einmal die Woche einen Nachmittag mit ihnen verbringt, ihnen vielleicht nochmal andere Dinge zeigt oder sie da andere Anregungen bekommen, als sie von ihren eigenen Eltern vielleicht bekommen oder bekommen können. Einfach nur, das ist gar nicht oft darauf reduziert, sondern es ist generell die Frage, dass viele, finde ich, auch ältere Menschen anderen jungen Menschen noch da was geben können und dass das oft Anregungen sein könnten fürs Leben, die ganz vielen gut tun würden. Das ist natürlich durch Corona jetzt noch schwerer geworden, solche Menschen zusammenzubringen. Aber diese Art von Anregungen, damit vielleicht manche Kinder auch entdecken, woran sie noch gar nicht denken, was ihre Interessen und Talente sein könnten, oder dass jemand mal Zeit für sie hat, sich ihnen zu widmen als Mensch, denke ich, ist generell was Gutes, unabhängig davon, ob das jetzt gerade Geflüchtete sind oder auch Kinder, die hier bildungsmäßig schwierige Voraussetzungen haben. In der Vorbereitung für dieses Gespräch habe auch ich die Hannah-Arendt-Ausstellung besucht im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und was mir da aufgefallen ist, ist, wie oft in Zusammenhang mit ihrer Person, mit ihrem Werk von Streit, von Konflikt, von Debatte die Rede ist. Streiten wir nicht genug, Frau Vorutan? Ob wir nicht genug streiten? ich denke, wir befinden uns tatsächlich in einem Moment, in dem wir sehr viel streiten, sehr produktiv auch teilweise streiten, um sehr fundamentale, grundsätzliche Dinge streiten. Ich habe das schon klar gemacht. Ich glaube, tatsächlich jedem Menschen ist bewusst, um welche existenziellen Fragen wir gerade streiten. Ich glaube, das Thema Klima wurde schon erwähnt. Das hat sich ja zu einem existenziellen Thema
entwickelt. Meine Mutter sagte neulich, ja, die Enkelkinder sind nicht mehr bereit, das hinzunehmen, dass die Generation davor nur für sich lebt und nicht überlegt, und sagte, wir haben darüber noch gar nicht nachgedacht. Ehrlich gesagt, ich habe darüber auch noch gar nicht nachgedacht. Ich bin auch erst im Grunde genommen in meinem Blick korrigiert, seitdem die Kinder auf der Straße sind, weil ich jetzt gar nicht sagen würde, dass ich so stark aus einem Klimabewusstsein herauskomme, und ich merke, wie fundamental das einen in seinem eigenen Leben berührt, plötzlich zu erkennen, was man an so vielen Ecken falsch macht und wie schwierig das ist, das überhaupt zu korrigieren, und wie man immer wieder versucht, da sozusagen dem zu entweichen, weil man für sich Freiheit beansprucht und so weiter und so fort. Und dieser Mismatch übrigens, das erzeugt auch eine kognitive Dissonanz. Man sieht sich als progressiver Mensch, der im Grunde genommen nach liberalen, demokratischen Gedanken leben möchte, und dazu gehört auch der Schutz des Planeten, und gleichzeitig fahre ich einen Diesel, esse viel Fleisch und so weiter und so fort. Und dieser Mismatch, der in einem erzeugt wird, der führt dann dazu, dass man ganz schnell auf die anderen schaut, weil man nicht bereit ist, die Ressourcen zu erbringen, guckt man auf die anderen und sagt, diese Klimafanatiker, die nerven mich ganz schön. Ich spreche jetzt wirklich von mir und von meinem Verhalten, wie ich das so externalisiere. Und ich glaube, das muss einem sehr bewusst werden, dass wir in dieser Zeit sind und dass, wenn die mich zum Streit herausfordern, sie Recht haben und es schwer ist, dieses Recht anzuerkennen. In dieser Debattenkultur befinden wir uns. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass sie zumindest auch im Netz weniger hasserfüllt geführt wird. Konfrontativ finde ich richtig, weil es geht um fundamentale Fragen. Aber ich denke, der Hass und wie man bedroht wird und die Gewaltförmigkeit, das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, da würde ich mir ein bisschen eine andere Streitkultur wünschen. Frau Teutoberg, wie erleben Sie die Debattenkultur 2020? A, im Bundestag, B, im gesellschaftlichen Miteinander und C, in den sozialen Netzwerken? Ich finde, dass wir zwar inzwischen viel streiten, aber ich finde, wir hätten sozusagen früher anfangen müssen mit dem Streiten, so nenne ich es jetzt mal. Ich war 2009 bis 2014 zum Beispiel Landtagsabgeordnete in Brandenburg. Ich habe das dort als junge Ostdeutsche so erlebt und habe es dann auch mal so von anderen bestätigt bekommen, dass eher dort zu wenig Streit stattfindet. Mir sagte mal eine Kollegin so aus der Generation meiner Eltern aus einer anderen Fraktion unter vier Augen, sie hat als Schülerin, als Studentin in der DDR nicht gelernt, ihre Meinung auch gegen Widerstände selbstbewusst zu vertreten und dazu zu stehen. Und sie wird es jetzt nicht mehr lernen. Da war sie dann so vielleicht Anfang, Mitte 50 zu der Zeit. Und ich habe so gemerkt, wie die ältere Generation dort auch in dem Landtag Schwierigkeiten damit hatte, dass es legitim ist, dass man sich in der Sache streitet, dass, wenn man für verschiedene Meinungen ja auch gewählt ist, dass das legitim ist und man kann sich trotzdem freundlich die Hand geben oder abends ein Bier oder ein Wein miteinander trinken. Der persönliche Respekt ist unabhängig von den unterschiedlichen politischen Meinungen. Das war nicht so stark verankert, sondern es war Konsens und Einstimmigkeit doch sehr stark noch als Prinzip gesehen. Und als 2014 das neue Landtagsgebäude eingeweiht wurde, sagte ernsthaft der damalige Landtagspräsident, er wünscht sich hier weniger Streit. Und ich fand, es gab damals schon zu wenig. Meine Mitarbeiterin, die kannte Landtage in sogenannten alten Bundesländern und auch den Bundestag aus Mitarbeitererfahrung, die gab mir recht, hier sind eher zu wenig Streit im produktiven Sinne. Einfach Streit ist ein Wettbewerbsverfahren in der Demokratie. Und mein Eindruck ist, dass wenn dann solche Themen wie Migration oder so hinzukommen, die dann plötzlich Menschen doch mehr offenbar interessieren oder emotional berühren oder existenzieller empfunden werden, dann lernt man die nicht plötzlich, die Streitkultur. Die muss vorher da sein, dass Streit nichts Ehrenrühriges ist. Genau deshalb finde ich allerdings solche Begriffe wie Öffnungsdiskussionsorgien nicht gut, weil man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber man darf das Debattieren an sich nicht mit einem moralischen Makel versehen. Also Orgien sind was Ehrenrühriges. Ich kann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber die Debatte an sich, die ist immer legitim. Und man muss sie eben verantwortlich führen. Und ich finde, wir debattieren über manches zu wenig. Ich sage es nur so kurz, selbst bei der Migration, da geht es wiederum nicht nur um das Wie, was auch wichtig ist, wo können wir Bedingungen für Integration verbessern, wo müssen wir hier und da kleine Anpassungen oder so an Gesetzen oder Bedingungen vornehmen. In der Demokratie ist es auch legitim, über das Ob und darüber, was sind unsere Ziele, was wollen wir schaffen, was wollen und können wir dafür investieren und so weiter. Auch darüber muss Debatte stattfinden, und zwar im Parlament.
Herr Brettschneider hat es ja eben schon angesprochen und sich ein bisschen, naja, nicht echauffiert, aber er hat gemeckert über die Überschrift über diesen Morgen. Fragil oder stabil Demokratie 2020. Ich möchte an Sie beide ja diese Frage weitergeben. Wo setzen Sie das Fragezeichen, wenn Sie überhaupt eins setzen wollen, Frau Teuteberg? Ich würde es bei stabil setzen, aber nicht aus Pessimismus, sondern weil ich finde, dass die Fragilität ein Stück weit sozusagen im Wesen der Demokratie liegt. Deshalb wollte ich auch ein bisschen mit der Einleitung und dem Schluss andeuten. In der Demokratie ist die Krise eigentlich ein bisschen eher der Normalmodus, weil über jeden Missstand, über jedes Problem auch offen diskutiert wird. Ich kann das nur so sagen, wenn die DDR, die ich als Kind noch erlebt habe, heute manchmal verklärt wird, dann hat das auch damit zu tun, dass da über Schwierigkeiten nicht offen in der Zeitung was stand. Da stand nichts über Kriminalität oder darüber, ob irgendjemand eine Behandlung nicht bekommt oder so. Und dann erinnern sich die Menschen auch noch an ihre Jugend, die sie in der Zeit erlebt haben. Das verklärt den Blick darauf. In unserer Demokratie wird über jedes Problem geschrieben und über all die Dinge, die gut funktionieren, die werden einfach als selbstverständlich hingenommen. Das gilt für die Demokratie, für den Rechtsstaat, für unsere Marktwirtschaft. Und deshalb finde ich, die Fragilität, die ist sowieso da. Und an der Stabilität müssen wir täglich arbeiten. Ich würde tatsächlich im Moment auch die Stabilitätsfrage stellen, weil diese 30%, die ich in meinem Vortrag immer wieder gezeigt habe, das ist keine geringe Zahl. Ich weiß, dass man intuitiv auch sagen möchte, wenn 30% dafür oder dagegen sind, dann heißt es ja immer noch, dass die große Mehrheit sich anders positioniert. Aber wir wissen aus den Sozialwissenschaften, dass 30% eine kritische Masse sind, mit denen man tatsächlich Gesellschaften fundamental verändern kann. Früher gab es ein Bonmot in den Sozialwissenschaften, das hieß, 20% Populisten leistet sich jede Gesellschaft, und zwar aus welcher Couleur auch immer. Und diese 20% waren letztlich im Grunde genommen Teil, wie Sie gesagt haben, vielleicht von den Rändern her Debatten anzustoßen, die man wiederum mit einkorporieren konnte, indem man sich dazu verhielt. 30% haben aber tatsächlich die Möglichkeit, Debatten langfristig und dauerhaft und nicht nur Debatten, sondern auch Strukturen zu verändern. Und deswegen glaube ich schon, dass in der Hinsicht diese Stabilität eine Frage ist, auf die ich jetzt meinen Blick konzentrieren würde, um zu sagen, wir müssen ein bisschen aufmerksamer sein. Sie sind aufmerksam gewesen. Sie sind aufmerksam gewesen an diesem Samstagmorgen. Haben Sie herzlichen Dank, Frau Teuteberg, Frau Furutan. Ganz herzlichen Dank auch an Sie hier vor Ort und natürlich auch live im Stream. Danke auch an alle, die dieses Event in dieser hybriden Form organisatorisch, inhaltlich, technisch möglich gemacht haben. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das kann eine große Herausforderung sein. Und ich freue mich, wenn Sie einige Ideen aus unserem Gespräch mit nach Hause nehmen und ja, weitertragen. Gutes Wochenende noch. Merci vielmals.